Hervorragend. Herzlich willkommen hier im Namen der Michael-Otto-Stiftung heute Nachmittag, heute Abend hier zur Veranstaltung mit dem schönen Titel Klimawandel und Klimaschutz, globale Transformation und nationale Herausforderung. Was tut sich in der Welt und was tun wir hier und wie können die Dinge zusammenspielen? Das soll heute unser Thema sein und ich begrüße als Ehrengäste ganz, ganz herzlich Frau Ministerin Dr. Hendricks und auch Herrn Professor Edenhofer. Herzlich willkommen. Wir werden Sie nachher bald noch erleben. Mein Name ist Max Schön. Ich habe heute die Aufgabe hier, Sie durch den Abend zu führen als Moderator. Herr Dr. Otto ist der Präsident oder der Vorsitzende des Präsidiums der Stiftung 2 Grad und ich bin einer Ihrer Vorstände und die zweite neue Vorständin, Sabine Nallinger, vielleicht stehst du einmal auf, ist heute gerade an ihrem zweiten Arbeitstag auch hier. Ja, herzlich willkommen. Die Stiftung 2 Grad selber ist ein Zusammenschluss von 10 Unternehmen, aber ich weiß, Herr Dr. Otto, Sie werden nachher noch kurz was dazu sagen, von 10 Unternehmen, die sich das wirklich zu einem Ziel gemacht haben, nicht nur über Klimaschutz zu sprechen, sondern aktiv etwas zu tun. Und eines der Ergebnisse haben Sie vielleicht am Eingang schon bekommen oder Sie können es auch nehmen, wenn Sie wieder herausgehen, nämlich eine Übersetzung des IPCC-Berichts in, sag mal, normales Deutsch, sodass man wirklich auch die Möglichkeit hat, die Erkenntnisse und die Ideen aus den IPCC-Berichten in einem Deutsch nachzulesen, was es auch dem Nicht-Klimawissenschaftler ermöglicht, der Diskussion zu folgen. Heute Abend aber sind wir alle Gäste der Michael-Otto-Stiftung und deswegen begrüßen wir natürlich auch Herrn Dr. Otto ganz, ganz herzlich. Und bevor er Sie begrüßen wird, möchte ich Sie ganz kurz mit den Regularien des Abends vertraut machen. Wir werden zwei kurze Grußworte hören und anschließend zwei Vorträge. Und dann noch eine Podiumsdiskussion hier oben gemeinschaftlich führen. All das wollen wir in 2 Stunden, 15 Minuten schaffen. Das bedeutet, dass wir ein sehr striktes Zeitmanagement machen und ich werde einfach, wenn die Redenzeiten, die beiden ersten Grußworte sind mit 5 Minuten geplant, die Vorträge mit jeweils 20 Minuten, ich werde mich so gegen Ende dann langsam von der Seite nähern. Wir haben keine Zettel, keine Zeitzeichen, keine Klingel. Wenn ich physisch erscheine, dann geht es langsam dem Ende entgegen. Sie können das Signal so wahrnehmen oder nicht, das überlasse ich jedem. Aber es wäre schön, wenn wir zum Schluss gemeinschaftlich die eine Stunde hätten. Es ist also kein Zeichen der Unhöflichkeit, wenn ich nach vorne komme, sondern einfach die, dass wir die Möglichkeit haben, den Abend so zu gestalten, wie wir es vorhaben. Und das Zweite, was ich gerne redaktionell bekannt geben möchte, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dazu haben Sie auf Ihren Plätzen diese Karten bekommen und eine Telefonnummer, wo Sie per SMS Ihre Frage senden können. Diese Frage können Sie im Laufe der ganzen Vorträge senden. Meine Kollegin und ich werden Sie hier vorne entgegennehmen und wir werden sicherlich nicht alle Fragen beantworten können, aber einen Teil mit draufnehmen. Aber in dem Moment, wo wir die Diskussionsrunde eröffnen, können Sie gerne die Handys wieder beiseite legen. Die SMS erreichen uns dann nicht mehr. Dann sind wir miteinander im Gespräch. Also, was Ihnen am Herzen brennt oder was Sie entdecken jetzt während der Vorträge und der Grußworte, senden Sie es uns gerne zu. Und damit Ende der Vorworte. Herr Dr. Otto, Sie haben das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Hendricks, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer heutigen Dialogveranstaltung zum Abschluss der Förderung der Stiftungsprofessur Ökonomie des Klimawandels durch die Michael-Otto-Stiftung für Umweltschutz möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Bundesministerin Hendricks, sowie bei Ihnen, liebe Jennifer Morgan, dass Sie Herrn Professor Edenhofers und meiner Einladung gefolgt sind. Ich bin gespannt auf unsere heutige Diskussion über die gegenwärtigen globalen und nationalen Herausforderungen des Klimawandels und des Klimaschutzes. Und ich freue mich darauf umso mehr angesichts des bevorstehenden Klimasondergipfels in New York am Ende dieses Monats, an dem Sie, Frau Bundesministerin, die deutsche Umweltpolitik vertreten werden. Deshalb bin ich auch sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, die wir gleich von Ihnen hören werden. Willkommen heißen möchte ich auch Herrn Professor Thomsen, dem Präsidenten der Technischen Universität Berlin und Herrn Schön, den Sie gerade gehört haben, jetziger
Vorstand noch der Stiftung 2 Grad, natürlich die neue Vorständin Frau Nallinger gleichermaßen. Meine Damen und Herren, häufig hören und lesen wir von den hohen Kosten der Energiewende und von den angeblich teuren Maßnahmen für den Klimaschutz. Ich glaube, hier liegen die Kommentatoren tendenziell falsch, denn man braucht an dieser Stelle nur auf den im Frühjahr veröffentlichten 5. Sachstandsbericht des Weltklimarates zu verweisen. Mitherausgeber ist Professor Edenhofer, der die Arbeitsgruppe Vermeidung des Klimawandels als Chorvorsitzender leitet. Die Arbeit von Professor Edenhofer und seinen Kollegen belegt, je früher wir beginnen, in einem global miteinander abgestimmten, umfassenden Klimaschutz zu investieren, umso übersichtlicher bleiben unsere finanziellen Aufwendungen und gesellschaftlichen Anstrengungen, um den negativen Effekten des Klimawandels zu begegnen. Wenn wir allerdings nicht schnellstmöglich unseren Klimaschutz vor diesem Hintergrund ausrichten, ist es sehr fraglich, ob wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen können. Verfehlen wir dieses Ziel, wird es wesentlich schwieriger und erheblich teurer, den Auswirkungen der damit verbundenen ökonomischen und ökologischen Schäden entgegenzuwirken. Ich bin daher überzeugt, vernünftiger Klimaschutz darf nicht als störender Kostenfaktor verstanden werden, sondern als eine lohnende Investition in unsere Zukunft. Als Unternehmer beschäftige ich mich seit langem intensiv mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen. Dieses Engagement spiegelt sich unter anderem auch in der Arbeit meiner Stiftung wider. Im Jahr 2007 hat die Stiftung mit dem Berliner Klimadiskurs eine wissenschaftlich-politische Debatte initiiert. Führende Repräsentanten aus Forschung, Wirtschaft und Umweltschutz tauschten sich im Rahmen dieser Veranstaltung zum Thema Klimaschutz aus. Damals entstand die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit Professor Edenhofer sowie mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Ergebnisse des Berliner Diskurs dienten als Grundlage für den Aufbau der Stiftung 2 Grad Deutsche Unternehmer für den Klimaschutz. Die 2008 gegründete Initiative versteht sich als eine fordernde, aber konstruktive Stimme innovativer Unternehmer für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik. Gemeinsam mit derzeit 10 weiteren Unternehmensführern setze ich mich dafür ein, die Politik bei der Einführung von marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen wirksamen Klimaschutz zu unterstützen. Dazu trägt die Stiftung 2 Grad unternehmerisches Know-how und Innovationsfähigkeit bei, und zwar aus der Überzeugung heraus, dass nachhaltiger Klimaschutz und internationale Wettbewerbsfähigkeit sich durchaus erfolgreich vereinen lassen. Mir ist aber nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die Hochschulbildung ein wichtiges Anliegen. Lange Zeit wurde in der Forschung vorrangig die physikalischen Grundlagen des von Menschen gemachten Klimawandels analysiert. Zu der Debatte über gerechte und wirksame Klimaschutzpolitik sowie der ökonomischen Dimension des Klimawandels konnte die Wissenschaft weniger beitragen. Der Lehrstuhl Ökonomie des Klimawandels wurde durch meine Stiftung im Jahr 2008 initiiert und bis ins Jahr 2013 kofinanziert. Die Professur war damals einzigartig in ihrer Art. Wir wollten durch den interdisziplinären Studiengang einen Impuls für die Gestaltung zukunftsweisender Klimapolitik sowie für die neuen Anforderungen an Lehre und Forschung geben. Mit Herrn Professor Edenhofer hat ein exzellenter Fachmann sehr erfolgreich unser gemeinsames Vorhaben in die Praxis umgesetzt. Heute berücksichtigt die Debatte über den Klimaschutz gleichermaßen ökologische sowie technologische, ökonomische und zivilgesellschaftliche Aspekte. Dazu befindet sich die Klimapolitik derzeit in einem wichtigen Umbruch. Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris überdenken gegenwärtig viele Länder ihren möglichen Beitrag für einen neuen UNO-Klimavertrag, der ab 2020 das Kyoto-Protokoll ablösen kann. Die Europäische Union plant eine Reform des EU-Emissionshandels ab dem Jahr 2020 und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit arbeitet gegenwärtig an der Ausgestaltung eines sektorübergreifenden Aktionsprogramms Klimaschutz 2020, um die ambitionierten deutschen Klimaziele
zu erreichen. Ob diese Bestrebungen in Zukunft einen wirksamen Beitrag für den Klimaschutz leisten können, muss sich noch herausstellen. Ob wir das Ziel, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad zu begrenzen, erreichen werden, ist noch offen. Das Falscheste allerdings wäre, nichts zu tun. Aber ich bin mir sicher, dass der Lehrstuhl Ökonomie des Klimawandels, inspiriert und mit Leben erfüllt durch Sie, lieber Herr Edenhofer, für den Diskurs darüber auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten wird. Ich freue mich bereits auf den Impuls, den Sie uns in der Debatte um den Klimaschutz in Deutschland und der Welt heute Abend sicherlich geben werden. Ich wünsche in jedem Fall uns allen einen interessanten und anregenden Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Otto. Jetzt möchte ich gleich um das zweite Grußwort bitten von Herrn Professor Thomsen, dem Präsidenten der TU Berlin, also der Hochschule oder der Universität, muss ich ja richtigerweise sagen, an der dieser Lehrstuhl für die Ökonomie des Klimawandels von Herrn Professor Edenhofer zu Hause ist. Bitte. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Hendricks, sehr geehrter Herr Dr. Otto, sehr geehrter Herr Dr. Merck, lieber Herr Kollege Edenhofer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr darüber, heute hier sein zu können. Als die Planung für diese Veranstaltung begann, war es für mich gar keine Frage, zu diesem Anlass nach Hamburg zu kommen. Ganz besonders aus dem Grund, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, der Michael-Otto-Stiftung meinen Dank auszusprechen. Diese Stiftungsprofessur, wie wir sie an der TU Berlin gemeinsam mit dem Potsdam Institut für Klima- und Folgeforschung haben, war damals 2008 europaweit einzigartig, Sie sagten das, Herr Otto. Und damit in vieler Hinsicht richtungweisend. Wir freuen uns sehr, dass durch die Unterstützung der Michael-Otto-Stiftung die Gelegenheit entstanden ist, einen wichtigen Impuls für die Gestaltung zukunftsweisender Klimapolitik zu setzen. Diese Professur ermöglichte uns die Chance, auf die in Verbindung mit Klimapolitik neuen Anforderungen in Forschung und Lehre zu reagieren. Das passt besonders gut an die TU Berlin, da wir den Klimawandel als hochrelevant ansehen und die unterschiedlichsten Fächer und Disziplinen im Bereich Energie und Nachhaltigkeit forschen. Ebenso sind sich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, genau wie unsere Studierende, der enormen Relevanz dieses komplexen Themas bewusst. Für die TU Berlin ist die Klimafolgenforschung eine fundamentale Komponente in unserem breiten Wissenschaftsspektrum. Ich möchte in aller Kürze unseren Erfolg mit dem EIT Climate Kick nennen und auf unseren neuen Energiecampus EUREF hinweisen, wo Studierende sich zwischen 3 interdisziplinären Masterprogrammen entscheiden können, die sich alle um den Themenkomplex Stadt und Energie drehen, um nur einige der Energieschwerpunkte der TU Berlin zu nennen. Damals, 2008, war das Ziel der Michael-Otto-Stiftung, in dieser Professur den Klimaschutz voranzubringen und vor allem auch junge Menschen für den Klimaschutz zu gewinnen. Mittlerweile liegt an der TU Berlin der Anteil sowohl von Lehre als auch Forschung mit einem Bezug zur Nachhaltigkeit bei etwa 15%. Ich denke, dazu hat diese Stiftungsprofessur und insbesondere Professor Edenhoders leidenschaftliches Engagement einen großen Beitrag geleistet. Wir können mit gutem Gewissen behaupten, dass wir bereits heute die Absolventinnen und Absolventen ausbilden, die morgen mit ihrem Wissen einen Beitrag zu den globalen Herausforderungen des Klimawandels leisten können. Lieber Edenhofer, Ihrer Stiftungsprofessur kommt eine besondere Schlüsselposition zu. Mit Ihnen haben wir einen renommierten und international hoch anerkannten Wissenschaftler im Bereich der Klima- und Folgenforschung in unseren Reihen. Ein deutliches, sichtbares Zeichen ist dabei nicht nur Ihr Vorsitz in der Arbeitsgruppe 3 im Weltklimarat, Sie nannten es, Herr Otto, die sich mit Maßnahmen der Eindämmung des Klimawandels beschäftigt. Auch als Direktor des MacArthur Research Institutes of Global Commons and Climate Change in Berlin und Potsdam nehmen Sie eine starke Position ein. In einer Zeit, in der das Problem der Klimaerwärmung uns zunehmend zum Handeln drängt, braucht es einen Wissenschaftler und Ermahner wie Sie, der über Forschung und Lehrtätigkeit hinaus intensiv an der öffentlichen und politischen Debatte über den Klimawandel teilnimmt. Das Fachgebiet Ökonomie des Klimawandels macht noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, mit diesen Themen sich zu beschäftigen. Zusätzlich verdanken wir es Ihnen, lieber Herr Edenhofer,
dass sich Jahr für Jahr prominente Namen der Klimapolitik bei uns an der TU Berlin die Klinke in die Hand geben bei unserer alljährlichen Climate Lecture. Lord Nicholas Stern, der über die Herausforderungen eines Global Deals für den globalen Klimaschutz referierte, die Nobelpreisträgerin für Wirtschaftswissenschaften Eleanor Ostrom oder Achim Steiner, der Executive Director des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Sie alle durften wir, dank Ihnen, an der TU Berlin bereits im Rahmen der Climate Lecture begrüßen. Ich spreche damit sicherlich auch im Namen des Potsdam-Instituts für Klimafolgeforschung, wenn ich betone, dass diese Art von gemeinsamen Berufungen zeigen, wie stark und erfolgreich die Netzwerkbildung zwischen Universitäten und außeruniversitärer Forschung sein kann. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Dr. Otto, und der Michael-Otto-Stiftung bedanken, die die Professur von Herrn Professor Edenhofer für die letzten 6 Jahre tatkräftig kofinanziert hat. Mit der Förderung haben Sie einen wichtigen Impuls in Forschung und Lehre zum Thema Klimawandel gesetzt. Ich freue mich jetzt auf die folgenden Beiträge und wünsche uns allen einen interessanten Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Thomsen. Und damit stehen wir dann vor dem ersten längeren Redebeitrag, Vortrag des heutigen Abends von unserer Bundesministerin für Umwelt und Bau, Naturschutz und Reaktorsicherheit, von Frau Ministerin Dr. Hendricks. Vielleicht 2, 3 Sätze vorneweg zu ihrem Lebenslauf. Ich fand es bemerkenswert, als ich es gesehen habe, dass er eigentlich fast immer was mit Finanzen zu tun gehabt hat nach ihrem Studium und nach ihrer Promotion. Sie waren viele Jahre Sprecherin des Finanzministers in Nordrhein-Westfalen. Sie sind noch viel länger natürlich Mitglied der SPD, seit meinem 11. Geburtstag, das ist 1972. Und Sie waren in der Regierung Schröder, und da haben wir uns persönlich nicht kennengelernt. Damals war ich Präsident der Familienunternehmen, und Sie waren parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen. Nach der Regierungswende, nach der damaligen, waren Sie dann mehrere Jahre Schatzmeisterin Ihrer Partei, der SPD, und nun seit 2013 unsere Ministerin für ein Ressort, was vielen bekannt ist, was aber ja eine interessante Erweiterung durch den Bereich Bau bekommen hat. Denn von dem, was wir an CO2-Reduktionen in Deutschland machen können, ist ein großer, wirklich sehr, sehr großer Anteil der jetzt in Ihrem Ministerium verantwortet wird. Sie sprechen zu uns mit dem Referat mit dem Titel »Auf dem Weg« zur Klimaschutzwirtschaft, Herausforderungen und Chancen. Bitte, Frau Ministerin. Sehr geehrter Herr Otto, sehr geehrter Herr Merck, Herr Schön, Frau Nallinger, Frau Morgen, Herr Professor Thomsen, Herr Professor Edenhofer, meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie mir alle sehr herzlich willkommen. Dass der Klimawandel eine der größten globalen Herausforderungen ist, ist allen, die hier im Saal sitzen, natürlich vollständig bekannt und ist sicherlich so etwas wie eine allgemeine Erkenntnis, die allenfalls noch von etwa 3% der Menschen nicht akzeptiert wird. Bedauerlicherweise auch von manchen politisch Verantwortlichen, Gott sei Dank in anderen Ländern, nicht bei uns, aber in anderen Ländern gibt es das durchaus noch. Aber die Dringlichkeit des Handelns, das hat das International Panel on Climate Change, der IPCC, erst kürzlich mit dem 5. Sachstandsbericht erneut deutlich gemacht, ist uns allen bewusst und liegt auf der Hand. Bei der Erstellung des 3. Teilberichts, der im April diesen Jahres verabschiedet wurde und sich mit den Möglichkeiten zur Minderung des Klimawandels beschäftigt, haben Sie, Herr Professor Edenhofer, als Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 3, es wurde eben schon erwähnt von Professor Thomsen, ganz maßgeblich mitgewirkt und es an warnenden wissenschaftlichen Hinweisen bei weitem nicht fehlen lassen. Lieber Professor Edenhofer, ich möchte mich hiermit noch einmal ganz persönlich bei Ihnen auch für Ihre Arbeit und Ihr herausragendes Engagement, das Sie unermüdlich betrieben haben, wirklich mit großem Nachdruck bedanken. Sie und Ihre Kollegen legen das wissenschaftliche Fundament, auf dem die heutige Klimapolitik mit Blick in die Zukunft aufgebaut werden muss, international, aber auch bei uns in Deutschland.
dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft dies zusätzlich zu Ihren sonstigen Tätigkeiten leisten, das ehrt Sie besonders und dafür unser aller Dank. Könnten Sie mal Beifall klatschen, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, in knapp anderthalb Jahren wollen wir auf der Klimakonferenz in Paris ein neues internationales Klimaabkommen beschließen. Klar ist, wir können die tiefgreifenden Folgen des menschengemachten Klimawandels für Mensch und Natur nur durch ein ambitioniertes und rasches Handeln eindämmen. Wir können es nicht mehr vermeiden, wir können es nur noch eindämmen. Notwendig ist eine umfassende Transformation hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise und zu neuen Produktions- und Konsummustern. Wir müssen es schaffen, die globale durchschnittliche Temperaturerhöhung auf unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen. Das ist ja auch das Ziel der 2-Grad-Stiftung, die führt das in ihrem Namen. Das ist die Schwelle, unter der die negativen Auswirkungen des Klimawandels zwar bereits deutlich spürbar sind, also nicht mehr vermeidungsfähig, aber unterhalb dieser Schwelle können wir viele Risiken des Klimawandels noch durch ausreichende, aber durchaus kostenverursachende Anpassung einigermaßen beherrschen. Eine umfassende Transformation, was heißt das? Der IPCC-Bericht hilft uns hier weiter. Beispielsweise erfordert eine wahrscheinliche Begrenzung der globalen Temperaturerhöhung auf unter 2 Grad Celsius eine nahezu vollständige Dekarbonisierung der Stromerzeugung bis Mitte dieses Jahrhunderts, und zwar in allen Ländern. Die Botschaft ist somit unmissverständlich. Ambitionierter Klimaschutz erfordert die Ausschöpfung des großen und oft bereits heute schon wirtschaftlichen Potenzials im Bereich der Energieeffizienz, einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien weltweit und eine Abkehr von konventionellen Energieträgern. Dabei geht es nicht um kleine Fortschritte hier und da, sondern um eine umfassende Umgestaltung. Der IPCC hat es aufgezeigt, Herr Professor Dr. Edenhofer, Sie werden es bestätigen können, für eine solche Transformation sind weitreichende Änderungen der derzeitigen Investitionsflüsse erforderlich, von, sagen wir mal, braunen Investitionen hin zu grünen Investitionen. Allein im Energiesektor müssen in den nächsten Jahrzehnten jährlich mehrere hundert Milliarden US-Dollar in Richtung Energieeffizienz und erneuerbare Energien umgeschichtet werden. Die Investitionen im Verkehrs- und Gebäudebereich für intelligente Stadtkonzepte und für vieles mehr sind da noch gar nicht eingerechnet. Allein die Größenordnung der erforderlichen Investitionen verdeutlicht, dass öffentliche Mittel zur Klimafinanzierung, auch wenn wir sie weiterhin kontinuierlich erhöhen, ausschließlich eine katalytische Rolle spielen können. Die öffentliche Hand kann Transformationsprozesse anstoßen und begleiten und damit auch private Investitionen mobilisieren, aber wir werden es alleine mit öffentlichen Mitteln niemals schaffen können. Wir wollen die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend anpassen und durch zielgerichtete Förderprogramme Anreize für privatwirtschaftliche Akteure setzen, in die Transformation hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und Gesellschaft eben privat zu investieren. Wichtig ist, dass die Privatwirtschaft diese Anreize nutzt, denn allein kann die öffentliche Hand, ich sagte es eben schon, diese Aufgaben nicht meistern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den kommenden Jahren stehen in vielen Staaten, nicht nur bei uns in Deutschland, dort auch, aber in vielen Staaten erhebliche Investitionen in die städtische Infrastruktur und die Energieversorgung an. Und zwar wegen des Lebenszyklus, den wir zum Beispiel in Mitteleuropa ja auch haben, bei den Ausstattungen, über die ich gerade spreche. Mit diesen Investitionsentscheidungen legen Regierungen und der Privatsektor über viele Jahrzehnte fest, auf welchen Entwicklungspfad sie sich dann begeben. Oft ist es weniger eine Frage der Kosten als vielmehr der bewussten politischen Entscheidung, ob die richtigen Schritte in Richtung einer Klimaschutzwirtschaft eingeleitet werden. Daher halte ich es für ganz entscheidend, dass das neue internationale Klimaschutzabkommen, das wir Ende 2015 in Paris beschließen werden, eben die richtigen Signale setzt. Vor wenigen Wochen habe ich mehr als 30 Umweltminister aus aller Welt nach Berlin eingeladen zum 5. Petersberger Klimadialog.
Das wurde nur deswegen unterbrochen, weil wir zufällig gerade am Pariser Platz saßen und da kam die Nationalmannschaft, da mussten alle gucken gehen. Aber sonst haben wir anständig gearbeitet. Also, für mich war sofort spürbar, die Staaten sind bereit, in den kommenden 16 Monaten bis Paris ein umfassendes Klimaschutzabkommen auszuhandeln. Natürlich sind momentan noch viele Fragen offen. Welche Staaten tragen wie viel zur globalen Emissionsminderung bei? Reichen die Anstrengungen aus, die 2-Grad-Obergrenze einzuhalten? Wie schaffen wir es, zusätzliche öffentliche Mittel für die internationale Klimafinanzierung zur Verfügung zu stellen und diese öffentlichen Mittel noch effizienter zu nutzen, um private Investitionen in den globalen Klimaschutz zu mobilisieren? Welche Regeln werden vereinbart, um sicherzustellen, dass die Staaten die übernommenen Verpflichtungen auch erfüllen? Welche Elemente werden am Ende völkerrechtlich verbindlich in einem Abkommen geregelt? Wie überprüfen wir das Einhalten der gegebenen Zusagen? Ich bin sicher, mit dem erforderlichen politischen Willen wird es auch gelingen, diese Fragen zu klären. Ein Selbstläufer ist das aber beileibe nicht. Gleichwohl, ich will sagen, ich bin optimistisch. Es wird ja häufig behauptet, das kann sowieso gar nicht gelingen. Nein, dem widerspreche ich aus heutiger Sicht ausdrücklich. Ich bin optimistisch. Und um diesen politischen Willen eben weltweit zu erzeugen, ist es so wichtig, dass alle Staaten und die Akteure aus dem Privatsektor verstehen, die Transformation zu einer kohlenstoffarmen Zukunft ist nicht nur mit Herausforderungen verbunden, sondern eben auch mit sehr vielen Chancen. Viele heute noch gar nicht erkannte wirtschaftliche Aktionsfelder warten darauf, erschlossen zu werden. Die IPCC-Ergebnisse bestätigen auch die ehrgeizigen Klimaschutzziele der Bundesregierung. Bis zum Jahr 2050 wollen wir in der EU die Emissionen um 80-95% gegenüber 1990 absenken. Das ist anspruchsvoll, das ist aber auch nötig. An dieser Stelle sind wir übrigens mit unseren nationalen deutschen Zielen in einer Richtung mit der Europäischen Union, obwohl wir dann immer schon sagen, naja, wir müssen eigentlich mehr bei 95 als bei 80 auskommen, aber gleichwohl bis zum Jahr 2050 haben wir uns in der Europäischen Union und in Deutschland die gleichen Ziele gesetzt, nämlich 80-95% Emissionsminderung im Verhältnis zu 1990. Unser nächstes Etappenziel in Deutschland ist, wir wollen unsere Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% gegenüber 1990 senken. An der Stelle sind wir dann, ich sage das immer, 10 Jahre ehrgeiziger als die Europäische Union, denn die will dieses Ziel 2030 erreichen. Wir aber haben uns schon im Jahr 2007 in Deutschland verpflichtet, dieses Ziel bis zum Jahr, also 40% Minderung gegenüber 1990, bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Und das, wie gesagt, in Europa streben wir bis 2030 an. Also, um jetzt wieder auf Deutschland zurückzukommen, 2020 muss die deutsche Bilanz 500 Millionen Tonnen weniger Kohlendioxid ausweisen als 1990. Eine echte Herausforderung, die nicht nur die Energiewirtschaft oder die Industrie angeht. Auch die privaten Haushalte und der Verkehr sind selbstverständlich gefordert. Klimaschutz geht eben jeden Bürger und jede Bürgerin an. Leider verlaufen die Trends manchmal anders als erwünscht. Das gilt gerade für die letzten 2-3 Jahre. 2011 lautete das doch stolze Ergebnis 25,6% weniger Emissionen von Kohlendioxid, Methan, Lachgas und fluorierten Gasen als 1990. Im letzten Jahr lagen wir aber nur in Anführungszeichen noch bei einer Minderung von 23,8%. Damit sind wir immer noch ziemlich weit vorn im Vergleich, aber doch weiter von unseren Zielen wieder entfernt. Um sicherzustellen, dass das Klimaschutzziel bis 2020 erreicht werden kann, habe ich das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 initiiert, denn ohne zusätzliche Anstrengungen werden wir unser Ziel nicht erreichen. Wenn wir keine weiteren Anstrengungen unternehmen würden, dann würden wir im Jahr 2020 eine Minderung von 33% erreichen. Also 7 Prozentpunkte weniger als das von uns im Jahr 2007 formulierte Ziel. Und diese 7% sind 85 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr. Also ein wirklich ehrgeiziges Ziel. Derzeit erörtern die beteiligten Ressorts Maßnahmen in allen Sektoren. Auch die Verbände, Länder, die kommunalen Spitzenverbände und die Zivilgesellschaft selbstverständlich sind eingebunden.
Nach der Aufforderung auf Dialogforen Anfang Juni haben diese Gruppen bereits zahlreiche Maßnahmenvorschläge eingereicht. Einige der Vorschläge haben wir erwartet, andere sind durchaus innovativ, da hatten wir noch nicht dran gedacht. Aber natürlich passt nicht alles nahtlos zusammen. Alle diese Vorschläge werden zurzeit gesammelt, berechnet, bewertet und dann im Kreis der Bundesministerien abgestimmt. Das daraus resultierende Aktionsprogramm wollen wir im November 2014 im Kabinett verabschieden. Mir liegt auch daran, dies im Kabinett zu tun, denn selbstverständlich bin ich nicht sozusagen die Klimaschutzministerin und kann mal ganz alleine das Klima retten, sondern da müssen im Prinzip alle Sektoren der ganzen Wirtschaft, der Gesellschaft auch mitmachen. Und deswegen ist auch die Aufforderung an meine Kolleginnen und Kollegen ergangen, in ihren Verantwortungsbereichen auch Vorschläge zu entwickeln. Denn ein Ziel, das sich die gesamte Bundesregierung im Jahr 2007 gegeben hat, muss sie auch als gesamte Bundesregierung verantwortbar hinbekommen bis zum Jahr 2020. Ich bin natürlich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich will sie nicht wegdrücken. Der Klimaschutz ist schon eine meiner Hauptaufgaben, aber ich kann es eben nicht alleine erreichen. Und das gilt eben nicht nur für die gesamte Gesellschaft, dass sie aufgefordert ist, sondern das gilt natürlich auch für alle anderen politisch Verantwortlichen. Aufbauend auf dem Aktionsprogramm soll dann bis 2016 ein Klimaschutzplan 2050 erarbeitet werden. Ich erinnere, 80-95% weniger bis 2050. Und der soll eben die langfristigen Klimaziele und die Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels stärker in den Blick nehmen. Den Prozess zur Entwicklung des Klimaschutzplans wollen wir mit dem Aktionsprogramm bereits in die Wege leiten. Das baut also aufeinander auf. Der erste langfristige nationale Klimaschutzplan soll in einem breiten Dialog- und Beteiligungsprozess erstellt und, wenn der Klimagipfel in Paris Ende 2015 stattgefunden hat, vorgelegt werden. Also auch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden im Jahr 2016 mit definierten Zwischenschritten, die man dann, weil das irgendwie ja auch so schön ist, für die Jahre 2030 und 2040 niederlegt, um dann den Plan bis 2050 vorzulegen. Natürlich ist die Wirtschaft für uns ein zentraler Partner im Klimaschutz. Sie hat einen nennenswerten Anteil an unserer Klimabilanz. Die Sektoren Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen stoßen etwa 24% der Treibhausgasemissionen in Deutschland aus. Dabei ist zu erwähnen, dass deren strombedingte Emissionen, so die bisherige Konvention, der Stromwirtschaft zugeschlagen werden. Also die tatsächlich von der Industrie verursachten Emissionen sind durch die Nutzung von Energie durchaus höher als die genannten 24%. Eine zentrale Stellschraube für den Klimaschutz in Unternehmen und Betrieben liegt selbstverständlich in der Verbesserung der Energieeffizienz. Der überwiegende Teil der Potenziale ist schon heute wirtschaftlich ausschöpfbar, aber noch längst nicht überall ausgeschöpft. Dies ist auch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Energieeffizienz spart ja Kosten und das ist deshalb auch ein zentraler Wettbewerbsfaktor. Energieeffizienz leistet darüber hinaus einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, weil Importabhängigkeiten vermindert werden. Energieeffizienz schafft schließlich lokale Beschäftigung und lokales Wirtschaftswachstum. Eigentlich ein prachtvolles Beispiel für eine klassische Win-Win-Situation. Wir brauchen die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft, um mit neuen, effizienteren und klimaschonenden Techniken, Produkten, Dienstleistungen und Verfahren den Klimaschutz voranzubringen. Gesellschaftliche Erwartungen und Bedürfnisse verändern sich. Hieraus entstehen neue Wirtschaftsfelder und Technologien. Dies können Produkte wie energieeffizientere Haushaltsgeräte oder Wohngebäude nach dem Effizienz-Plus-Standard sein oder eben auch Angebote wie Carsharing oder anderes. Eine daran angepasste Klimaschutzwirtschaft ist mit Wachstumschancen im globalen Maßstab verbunden, die wir für Beschäftigung und Wohlstand in unserem Land nutzen wollen. Gerade bei Effizienztechnologien hat Deutschland einen Vorsprung. Ihn weiter auszubauen, sichert vorhandene und schafft neue Arbeitsplätze. Innovation für Klimaschutz, für mehr Energie, Material- und Rohstoffeffizienz bedeutet für Wirtschaft und Unternehmen auch, eine technologische Führungsrolle zu übernehmen. Eine Führungsrolle, die sich auf den europäischen wie auf den Weltmärkten auszahlt, schon jetzt auszahlt, auch zukünftig auszahlen soll.
Künftig wird Energie- und Ressourceneffizienz ein zentraler Maßstab für die internationale Wettbewerbsfähigkeit sein. Die Wirtschaft weltweit braucht dafür innovative und kosteneffiziente Lösungen. Wir sollten die Chance nutzen und ganz vorne mit dabei sein. Und wir sind im Übrigen auch verpflichtet, natürlich Technologietransfer zu betreiben, wenn wir denn sehen, wie es gut bei uns geht. Dazu haben wir uns verpflichtet. Aber nicht nur in der Produktion, sondern auch bei der Wiederverwendung und der Verwertung von Produkten besteht Potenzial für den Klimaschutz. Die stoffliche Verwertung, insbesondere das Recycling, hat in Deutschland in einer Größenordnung von rund 15 Millionen Tonnen zu der CO2-Minderung beigetragen. Besonders hohe Beiträge wurden und werden durch die Verwertung von Bioabfall, Altpapier und Altglas, Metallschrotten und Verpackungen erbracht. Bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus sind weitere Minderungspotenziale von mehr als 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten allein durch die Abfallwirtschaft erschließbar, insbesondere durch den weiteren Ausbau des Recyclings von häuslichen und gewerblichen Siedlungsabfällen, dadurch, dass wir die Energieeffizienz der energetischen Verwertung verbessern und Bioabfälle verstärkt energetisch nutzen. Der Beitrag der Abfallwirtschaft zum Klimaschutz ist beachtlich und hat übrigens erheblich schon zur Erfüllung der deutschen Ziele während der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Abkommens bis 2012 beigetragen. Siedlungsabfälle, die in Haushalten, Industrie und Gewerbe anfallen und die jahrzehntelang einfach auf Deponien verbuddelt wurden, werden in Deutschland seit Juni 2005 in modernen Müllverbrennungsanlagen oder mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen vor der Ablagerung vorbehandelt. Im Zuge dieser mechanisch-biologischen Behandlung abgetrennten heizwertreichen Bestandteile werden energetisch verwertet. Der dabei erzeugte Strom und die Wärme werden hier ebenso wie bei der Müllverbrennung genutzt. Dadurch werden nicht nur Emissionen von klimaschädigendem Deponiegas vermieden, sondern gleichzeitig fossile Ressourcen geschont und CO2-Emissionen gemindert. Ob Produktionsbetrieb, Bauwirtschaft, Handelsunternehmen oder Abfallwirtschaft. Mein Ziel ist es, dass sich alle Unternehmen in Deutschland mit dem Klimaschutz auseinandersetzen, die Vorteile der Klimaschutzwirtschaft erkennen und Klimaschutzmaßnahmen in ihren Betrieben umsetzen. Leider erkennen viele Unternehmen die Rentabilität der in ihrem Betrieb möglichen Energieeffizienzmaßnahmen noch nicht. Hier ist eben Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit gefragt, um dafür zu sorgen, dass die bestehenden Potenziale systematisch erschlossen werden, anschließend wirtschaftliche Investitionen getätigt werden, klimafreundliche Beschaffung tatsächlich stattfindet, die Organisation des Betriebes den Klimaschutz einschließt und in klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen investiert wird. Umso mehr freue ich mich, dass es Initiativen in der deutschen Wirtschaft gibt, die sich die Vorteile des Klimaschutzes zu eigen machen und beweisen, dass Wirtschaft und Klimaschutz sich weder ausschließen noch hemmen. Neben der Initiative der 2-Grad-Stiftung, der ich für ihr besonderes Engagement im Klimaschutz sehr danke, sind die Klimaschutzunternehmen so ein Beispiel. Und wir brauchen diese Beispiele, um auch international überzeugen zu können. Denn wir müssen denjenigen Ländern, die bisher noch nicht dieselben Entwicklungschancen hatten wie wir, also zum Beispiel den sogenannten Schwellenländern, ja die Angst vor Klimaschutz nehmen. Wir müssen ihnen sagen, ja, eure Entwicklungschancen werden dadurch nicht gemindert, sondern seht doch, sie können sogar dadurch erhöht werden. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen können und wir haben sozusagen nach 150 Jahren Umwegen Industriegeschichte jetzt diesen Weg erreicht und ihr müsst diese 150 Jahre Umweg Industriegeschichte gar nicht machen. Darum geht es, wenn man international sozusagen tatsächlich überzeugen will. Die bisher Die bisher 28 Mitglieder des Vereins der Klimaschutzunternehmen sind besonders aktiv im Klimaschutz. Sie haben sich selber ehrgeizige Ziele für Klimaschutz und Energieeffizienz gesetzt. Die Mitglieder sind unterschiedlichste Unternehmen aus allen Branchen und in allen Größen. Die Klimaschutzunternehmen haben eine Vorbildfunktion, denn wir brauchen viele andere Unternehmen und Unternehmer wie Sie in der 2-Grad-Stiftung, die diesem Beispiel folgen und mit ihrer Innovationskraft, ihrem Ideenreichtum und ihren Fertigkeiten den Klimaschutz voranbringen. Kurzum, wir brauchen die Klimaschutzwirtschaft.
Denn zu unseren bisherigen Erfolgen im Klimaschutz haben nicht zuletzt die Unternehmen in Deutschland mit ihren innovativen Produkten beigetragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wichtiger Aspekt bei der Förderung von Klimaschutzprojekten in der deutschen Wirtschaft ist der Aufbau von Energieeffizienznetzwerken, die wir im Bundesministerium für Umwelt und Bauen mit der Nationalen Klimaschutzinitiative entwickelt haben und die wir auch weiterhin unterstützen. Schließen sich Unternehmen durch professionelle Netzwerkarbeit zusammen, senken sie durch die Einführung von Effizienzmaßnahmen ihre Energiekosten und damit auch ihre Treibhausgasemissionen doppelt so schnell wie Industriebetriebe ohne Netzwerkarbeit. Energieeffizienznetzwerke stärken also auch die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrie durch die Senkung von Energiekosten und durch Innovationen bei energieeffizienter Produktion. Das Erreichen der Klimaschutzziele ist eben mit zusätzlichen Gewinnen in der Wirtschaft verbunden. Wir unterstützen solche Netzwerke im Rahmen der Förderung für innovative Einzelprojekte. Die Klimaschutzwirtschaft zeigt, Klimaschutz braucht Initiative und Klimaschutz zahlt sich aus. Klimaschutz braucht außerdem Beteiligung. Auch auf nationaler Ebene wollen wir die konkreten Reduktionsschritte in einem breiten Dialog mit Maßnahmen unterlegen. Ein Dreiklang aus ambitionierten Klimaschutzzielen auf allen Ebenen, Strategien zur schrittweisen Umsetzung der Ziele und Förderprogrammen führt zu einer wirksamen und effizienten Klimaschutzpolitik. Es gibt also gute Ansätze für kluges wirtschaftliches Handeln zum Schutz des Klimas. Ich freue mich, dass Sie an diesem Prozess mitwirken wollen und kann nur wünschen, weiter so. Herzlichen Dank. Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Ministerin Dr. Hendricks. Das ist wirklich perfektes Timing, sodass ich jetzt pünktlich die Gelegenheit habe, unseren nächsten Vortragsredner anzukündigen, der Professor Dr. Edenhofer ist. Herr Edenhofer als Ökonom, als Volkswirt, hat den wunderschönen Titel genommen, Was kostet die Welt? Jetzt werden die Kritiker von uns Ökonomen, ich bin selber einer, allerdings nur Mikroökonomen, sagen, naja, darunter machen es die Ökonomen wohl gar nicht mehr. Ne? Was kostet die Welt? Aber es ist natürlich richtig, die Fragestellung, die in zunehmendem Maße ist, wie bekommen wir weltweit Systeme etabliert, Preise etabliert, Verteilungsmechanismen, Umgangsmechanismen etabliert, die tatsächlich dazu führen, dass wir eine Chance haben, nicht über die plus 2 Grad Klimaerwärmung hinauszukommen. Sie haben Volkswirtschaft studiert, aber auch Philosophie, wie ich gelesen habe, und sind seit 2007 der stellvertretende Direktor im Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK. Seit 2008 sind Sie Co-Vorsitzender und da ist die ganz direkte Verbindung dann zum IPCC, der Arbeitsgruppe 3 des Weltklimarates IPCC. Und seit 2013 sind Sie darüber hinaus jetzt auch noch Direktor des Mercator-Instituts von Global Commons und Global Change. Tja, was kostet die Welt, was jetzt für den Klimaschutz getan werden müsste? Herr Professor Edenhofer. Lieber Professor Thomsen, lieber Herr Dr. Otto, lieber Herr Schön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, dass ich heute vor Ihnen zu diesem Thema sprechen darf, was kostet die Welt? Ich möchte aber, bevor ich zu diesem Thema komme, ganz herzlich Herrn Dr. Otto danken. Herr Dr. Otto hat durch seine Unterstützung die Arbeit möglich gemacht, die wir jetzt in den letzten 7 Jahren versucht haben zu leisten. Ohne den Lehrstuhl für die Ökonomie des Klimawandels wäre die Tätigkeit im IPCC nicht möglich gewesen. Und ich selber entstamme ja einer Unternehmerfamilie und deswegen finde ich es großartig, dass Sie als erfolgreicher Unternehmer
auch Ihre gesellschaftliche Verantwortung so vorbildlich wahrnehmen. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich auch bei Herrn Professor Thomsen bedanken. Die TU ist für mich in den letzten 7 Jahren so etwas wie eine wissenschaftliche Heimat geworden, und ich habe den Eindruck, dass genau einer technischen Universität diese Art von Forschung und diese Art von Lehre genau richtig ist. Ich möchte mich auch bei Ihnen, Frau Bundesministerin Hendricks, sehr herzlich bedanken. Ihr Haus und Sie haben den IPCC über 7 Jahre hinweg zusammen mit dem BMBF unterstützt. Und diese Unterstützung haben wir immer gespürt, und das war für uns auch eine unbedingte Voraussetzung für den Erfolg dieser Arbeit. Ohnehin waren die letzten 7, 8 Jahre eine große Herausforderung. Es war mir eine große Ehre, mit so vielen herausragenden Kollegen zusammen diesen 2000-seitigen Bericht zu schreiben. Einer von Ihnen sitzt hier, mein Kollege Professor Hermann Held, der an dieser Universität Nachhaltigkeitswissenschaft lehrt. Mit ihm habe ich meine ersten wissenschaftlichen Gehversuche unternommen, und wir haben auch zusammen im IPCC gearbeitet, und wir haben auch diese Zeit gemeinsam durchlitten, denn auch das muss gesagt werden, der IPCC ist eine große Freude, es ist aber auch manchmal ein großes Leiden. Nun, in meinem Vortrag heute möchte ich Ihnen nicht von den Leiden im IPCC erzählen, sondern die Ergebnisse zusammenfassen. Und zwar möchte ich das unter zwei Rücksichten tun. Als erstes möchte ich zeigen, wo wir im Augenblick stehen. Dann möchte ich Ihnen zeigen, wo wir hinwollen. Und dann werde ich meine Rolle als IPCC-Vorsitzender ablegen und werde von meinem Freiheitsrecht Gebrauch machen, in einem dritten Teil sagen, was getan werden müsste. Aber vor allem diesen dritten Teil, den sollten Sie auf gar keinen Fall dem IPCC zuschreiben, sondern nur und ausschließlich meiner eigenen Meinungsfreiheit und Irrtumsmöglichkeit. Lassen Sie mich also jetzt beginnen als IPCC-Vorsitzender. Zunächst einmal, wo stehen wir? Und hier ist die zentrale Kernaussage: die Emissionen steigen, steigen, steigen. In dem letzten Jahrzehnt haben wir die höchsten Wachstumsraten bei den Emissionen gesehen. Und das trotz der Finanzkrise und trotz weltweiter Anstrengungen im Klimaschutz. Warum ist es eigentlich zu diesen steigenden Emissionen gekommen? Und warum gibt es im Augenblick keine Anzeichen dafür, dass die Emissionen stabilisiert werden oder gar gesenkt werden könnten? Das hat im Wesentlichen mit 3 Faktoren zu tun. Der erste Faktor ist das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum ist der wichtigste Treiber der Emissionen, und alle Energieeffizienzeinsparungen, die es ohne Zweifel gegeben hat, wurden durch dieses Wirtschaftswachstum überkompensiert. Einen geringeren Einfluss hat das Bevölkerungswachstum. Und nun kommt aber ein dritter Faktor hinzu, den ich als geradezu besorgniserregend empfinde. Ist in den 90er Jahren die sogenannte Kohlenstoffintensität noch gesunken? Also, wie viel CO2-Emissionen werden durch eine Einheit Primärenergie hervorgerufen? So beginnen nun seit dem Jahr 2000 die Kohlenstoffintensität wieder zu steigen. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir uns in der größten und breitesten Kohlerenaissance der Industriegeschichte befinden. Noch nie war Kohle so wettbewerbsfähig, noch nie wurde so viel Kohle im Stromsektor eingesetzt, und noch nie hat es so viele Investitionen gegeben, vor allem in China und Indien, in Richtung Kohleverflüssigung, sodass man auch verflüssigte Kohle im Transportsektor einsetzen kann. Das ist zunächst einmal der Ausgangspunkt. Wir befinden uns in der größten Kohlerenaissance der Menschheitsgeschichte, und das hat dazu geführt, dass in der letzten Dekade trotz der Finanzkrise die Emissionen die höchste Wachstumsrate seit Dekaden aufgezeigt haben. Nun, wenn man sich das Ganze in einer historischen Perspektive betrachtet, dann kann man ziemlich deutlich sehen, dass die Hälfte aller kumulierten Emissionen, die zwischen 1750 und 2010, also seit Beginn der Industrialisierung,
aus den letzten 40 Jahren stammen. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass neue Spieler die Bühne betreten haben, die weltwirtschaftliche Bühne, Asien, Lateinamerika. Und die kumulativen Emissionen werden in der Zukunft vor allem in diesen Weltregionen verursacht werden. Und hier zeigt zunächst mal ein Blick auf dieses Bild den ernüchternden Befund, dass wir im Augenblick keine Region der Weltwirtschaft sehen, die eine andere wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung einnähme als die Industriestaaten. Im Augenblick replizieren, rekapitulieren, wiederholen vor allem die Upper-Middle-Income-Countries die Wirtschaftsgeschichte der reichen Länder. Und da sieht man sehr deutlich, dass der Energiesektor, vor allem der Stromsektor, an Bedeutung gewinnt, der Industriesektor schon eine große Bedeutung hat und vor allem der Transportsektor in der Zukunft eine wachsende Bedeutung haben wird. Für die ärmeren Länder, auch sie tragen zu den weltweiten Emissionen bei, aber diese Emissionen werden im Wesentlichen durch Abholzung, also durch Landnutzungsänderungen hervorgerufen. Die berühmte Idee und die Hoffnung, dass es so etwas gäbe wie eine Abkürzung in der Wirtschaftsgeschichte, das sehen wir im Augenblick nicht. Und es ist in der Tat eine der größten Herausforderungen, die wir vor uns haben, dass wir den Schwellen- und Entwicklungsländern klar machen können, dass das Überwinden von Armut und das Erreichen von Wohlstand ohne fossile Energieträger möglich ist. Aber dieser Beweis steht noch aus und wir haben bislang diesen Beweis noch nicht erbracht. Und aus diesem Grund haben vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer die Befürchtung, dass eine Klimapolitik dazu führen könnte, dass sie zurückgeworfen werden in die Armutsfalle, der sie so dringend entrinnen wollen. Wo müssten wir hin? Lassen Sie mich das ganz kurz an diesem Bild zeigen. Was Sie hier sehen, ist, das sind die Emissionen bis zum Jahr 2030, die wir erreichen müssten, die Emissionsreduktion, die wir erreichen müssten, wenn wir ein 2-Grad-Ziel erreichen wollten. Und Sie sehen ziemlich deutlich, es gibt hier viele Wege, um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und Sie sehen, dass es einige Szenarien gibt, wo bereits im Jahre 2030 negative Emissionen erreicht werden müssten. Die meisten Szenarien zeigen, dass die negativen Emissionen erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts erreicht werden müssen. Was bedeutet negative Emissionen? Das heißt, wir müssen CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Warum müssen wir das? Weil wir in den nächsten 2-3 Dekaden wahrscheinlich so viel Kohle nutzen werden, dass wir eben Technologien benötigen, die uns helfen, dann immer noch das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Was bedeutet das? Was sind das für Technologien? Das ist im Wesentlichen Aufforstung, Verhinderung von Abholzung, die Nutzung von Bioenergie in Kombination mit Kohlenstoffabscheidung und Einlagerung. Sie sehen also hier eine ganze Menge von Pfaden, die mit dem 2-Grad-Ziel vereinbar wären. Dieser kosteneffiziente Pfad, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, ist unwahrscheinlich. Warum ist der unwahrscheinlich? Nun, er ist deswegen unwahrscheinlich, weil wir in den Klimaverhandlungen nicht erfolgreich genug waren. Nur zur Information, Sie sehen hier deutlich, dass diese Pfade in etwa im Mittel eine 3-prozentige Emissionsreduktion pro Jahr erfordern würden. Historisch gesehen haben wir bislang die Emissionen weltweit um 3% gesteigert. Schon diese Emissionsreduktion ist und wäre ohne historisches Vorbild. Und das lässt sich dann übersetzen in ein Technologieportfolio. Eine der wesentlichen Kernbotschaften des IPCC ist, dass es viele Wege gibt, viele Möglichkeiten, erneuerbare Kohlenstoffabscheidung und Einlagerung, Bioenergie in manchen Teilen der Welt, auch Kernenergie zu nutzen, um das zu erreichen. Aber eines ist klar, wir müssen den Anteil der kohlenstofffreien Technologien dramatisch steigern. Nun, was geschieht, wenn uns das nicht gelingt? Hier sehen Sie, das sind die Vereinbarungen von Cancun. Wenn wir den Vereinbarungen von Cancun folgen würden, dann werden in den nächsten 20 Jahren die Emissionen weiter steigen. Die gute Botschaft ist,
Auch dann wäre das 2-Grad-Ziel zwar noch erreichbar, aber wir müssten dann nach 2030 pro Jahr die Emissionen um 6% senken. Ein enormer wirtschaftspolitischer Anspruch. Und wir müssten den Anteil der kohlenstofffreien Technologien noch dramatischer in die Höhe fahren. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir natürlich auch risikoreichere Technologien wie den großskaligen Einsatz von Bioenergie mit den Risiken für die Nahrungsmittelsicherheit und für die Biodiversität. Kohlenstoffabscheidung und Einlagerung wird dann eine unverzichtbare Technologieoption. Das bedeutet, wenn wir länger warten, erhöhen wir die Kosten und erhöhen zugleich auch die Risiken der Emissionsreduktion. Aus diesem Grund ist die Aussage richtig. Je eher wir beginnen, umso geringer die Kosten, umso geringer auch die Risiken, die wir bei der Emissionsreduktion eingehen müssen. Und Sie sehen deutlich, dieses Bild zeigt, wenn wir den Anteil der kohlenstofffreien Technologien erhöhen wollen, bedarf dies eines dramatischen, weitreichenden Transformationsprozesses. Und die Cancun-Ziele, die wir bisher haben, oder die Cancun-Zusagen, reichen mitnichten aus, um dieses Ziel kosteneffizient zu erreichen. Nun, was bedeutet das? Und worin besteht eigentlich die Ökonomie des Klimaproblems? Um diese Ökonomie des Klimaproblems zu verdeutlichen, genügt eigentlich dieses Bild. Was Sie hier sehen unter der Nulllinie, das sind die Ressourcen und Reserven an Kohle, Öl und Gas, die die Menschheit noch zur Verfügung hat. Diese dunkelblaue Linie, das zeigt Ihnen, was wir bisher seit der Industrialisierung in der Atmosphäre abgelagert haben. Und der hellblaue Balken zeigt Ihnen, wie viel Kohle, Öl und Gas wir wahrscheinlich noch aus dem Boden holen werden, wenn wir keine Klimapolitik betreiben. Und das würde dann dazu führen, dass die globale Mitteltemperatur irgendwie zwischen 4 und 5 Grad steigen würde. Wir würden nicht alle Kohle, nicht alles Öl und Gas aus dem Boden holen, weil es eben auch etwas kostet, Kohle zu extrahieren. Aber wir würden sehr viel mehr Kohle, Öl und Gas aus dem Boden holen, als mit dem 2-Grad-Ziel vereinbar ist. Und deswegen lässt sich die Ökonomie des Klimawandels mit einer einfachen Metapher beschreiben. Es ist nicht die Knappheit der fossilen Energieträger im 21. Jahrhundert, sondern es ist die Knappheit des Deponieraums der Atmosphäre. Dieser knappe Deponieraum stellt das entscheidende Problem im 21. Jahrhundert dar. Wenn aber dieser Deponieraum knapp ist, dann bedarf es dafür Marktsignale. Dann müssen Investoren, Konsumenten, Unternehmer, Finanzminister wissen, der Deponieraum ist knapp. Und deswegen brauchen wir einen Preis für CO2, der diese Knappheit des Deponieraums angemessen widerspiegelt. Und jetzt beende ich meinen Vortrag als Co-Vorsitzender des IPCC und fange selber zu denken an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es richtig ist, dass wir einen CO2-Preis benötigen, wo stehen wir denn da? Es ist ja richtig, das Kyoto-Protokoll hat die Emissionen nicht gesenkt. Aber vielleicht darf man das Kyoto-Protokoll gar nicht an diesem Maßstab messen. Vielleicht ist es sehr viel wichtiger, dass wir dadurch durch den Kyoto-Prozess, durch die Klimarahmenkonvention institutionelle Innovationen hervorgebracht haben, die uns helfen, einen glaubwürdigen CO2-Preis zu installieren. Und dazu haben wir die Emissionshandelssysteme, die sich in der ganzen Welt entwickelt haben, vor allem aber das ausgefeilteste und das am weitreichendst entwickelte in der Europäischen Union. Und sind wir dort auf einem guten Weg? Meine Antwort ist nein. Aus meiner Sicht bedarf der europäische Emissionshandel einer Reform an Haupt und Gliedern. Und das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz erläutern. Was Sie hier sehen, ist die Preisentwicklung des Emissionshandelssystems. Und Sie sehen, wir sind da im Augenblick bei 3 € pro Tonne CO2. Der Preis ist seit 2005 gesunken. Jetzt könnte man sagen, das ist doch großartig. Wir haben die Emissionsobergrenze, der Preis ist gesunken. Das heißt doch, oder könnte heißen, dass die Technologien zur Emissionsminderung viel billiger sind, als wir gedacht haben. Die Ökonomen haben sich getäuscht, sie haben die Kosten überschätzt und wir können den Klimaschutz viel billiger haben, als wir das gedacht haben. Wenn das die Botschaft wäre, könnte ich jetzt mit meinem Vortrag aufhören.
Leider ist das nicht die Botschaft. Denn es gibt im Grunde genommen drei Kandidaten, die uns zeigen, warum der Emissionshandel solche niedrigen Preise hervorgebracht hat. Die erste ist die Konjunkturkrise oder die Finanzkrise. Und da sehen Sie deutlich, dass die tatsächlichen Emissionen unterhalb der Emissionsobergrenze waren. Man kann sagen, die Emissionsobergrenze wurde eingehalten. Man kann aber auch sagen, die Emissionsobergrenze war gar nicht bindend und deswegen ist der Preis verfallen. Die zweite Ursache ist, dass viele CDM-Zertifikate in den Markt zurückgeflossen sind. Was die CDM-Zertifikate genau sind, kann ich vielleicht später erläutern. Und die dritte Hypothese, die immer wieder von meinen Kollegen ins Spiel gebracht wird, dass die Förderung der erneuerbaren Energien vor allem in Deutschland dazu geführt hat, dass der Preis der Emissionszertifikate gesunken ist. Wir haben im IPCC zu diesen Fragen eine äußerst hitzige Debatte gehabt. Wir haben uns alle zerstritten. Aber wenn die Emotionen hochkochen, ist es manchmal gut, das Rechnen anzufangen. Und das haben wir getan. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, was sind denn eigentlich die zentralen Faktoren und wie viel tragen die dazu bei, den Preisverfall zu erklären? Und das Ergebnis unserer Untersuchung war, dass die Konjunkturkrise, die CDM-Zertifikate, die Förderung der Erneuerbaren lediglich 10% des Preisverfalls erklären. 90% kommen woanders her. Wir sind uns noch nicht ganz so sicher, was diese restlichen 90%, was da genau dahinter steckt. Wir haben aber zumindest Evidenz dafür. Erste Evidenz, dass die Ankündigungen der EU-Kommission zur Market Stability Reserve, was das ist, werde ich noch zeigen, aber vor allem die Erwartungen der Investoren, was nach 2020 kommen wird, erheblich dazu beigetragen hat, dass der Preisverfall am Emissionsmarkt eingesetzt hat. Und dieses Bild soll Ihnen das zeigen. Was Sie hier nämlich sehen, ist ziemlich deutlich, dass nicht nur die Spotmarktpreise nach unten gegangen sind, sondern auch die Zukunftsverträge für Emissionsrechte im Jahr 2020. Mit anderen Worten, die Investoren und Händler glauben nicht mehr, dass es nach 2020 in Europa zu einer ambitionierten Klimapolitik kommt. Mit anderen Worten, der Preisverfall auf dem europäischen Emissionsmarkt ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir technologische Durchbrüche haben. Der Emissionsmarkt ist kein Suchprozess, initiiert keinen Suchprozess nach den billigsten Vermeidungstechnologien, sondern heute ist der Emissionsmarkt ein Wettbüro für künftige politische Entscheidungen der EU-Kommission und Wetten auf die künftige europäische Klimapolitik. Und offenkundig haben die Marktteilnehmer das Vertrauen in die europäische Klimapolitik verloren. Wo müssten wir denn eigentlich hin mit den Preisen? Wir haben uns das mal genauer angeschaut. Wir müssten heute irgendwo so bei 15 Euro pro Tonne CO2 sein und dann müsste es einen glaubhaften Pfad geben, eine glaubhafte Ankündigung der Politik, dass dieser Preis steigen wird. Davon sind wir aber weit entfernt. Deswegen haben wir im Rahmen der Eurocase-Plattform einen Vorschlag unterbreitet, einen Vorschlag, der darauf hinausläuft, dass wir einen Mindestpreis und einen Höchstpreis festlegen. Einen Mindestpreis deswegen, damit die Investoren endlich ein glaubhaftes Preissignal bekommen und in günstige Vermeidungstechnologien investieren. Einen Höchstpreis für den Fall, dass es zum Konjunkturaufschwung kommt und der Preis durch die Decke geht, sodass also dann Unternehmen nicht geschädigt werden, wenn der Preis entweder volatil ist oder zu schnell ansteigt. Und innerhalb dieses Preisbandes befindet sich dann so ein mittlerer Preis, der dann konform ist, konsistent ist mit den klimapolitischen Zielen, mit den hoffentlich glaubwürdigen klimapolitischen Zielen der Europäischen Union. Ein solcher Mindest- und Höchstpreis wäre ein schnelles Signal der Kommission, dass die europäische Klima- und Energiepolitik auch langfristig ehrgeizig und glaubhaft bleibt. Dazu bedarf es auch noch einiger zusätzlicher Reformschritte. Wir müssen weitere Sektoren in den Emissionshandel mit einbeziehen. Es bedarf einer Auktionierung, das ist schon unterwegs. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass eben die Industrien, die besonders im internationalen Wettbewerb stehen, eben vielleicht auch Ausnahmen bekommen. Das kann man also alles durch günstige und gegenseitig vorteilhafte Arrangements ausloten.
Aber die entscheidende und wichtigste Reformvorschlag aus unserer Sicht ist, dass es schnell zu einem glaubwürdigen und deutlichen Preissignal kommt. Okay, meine Damen und Herren, 3 Minuten noch. Wir haben jetzt einen großen Einwand gegen die Klimapolitik. Die Leute sagen, okay, wir haben keine glaubwürdige Klimapolitik, vielleicht können wir sie glaubwürdiger machen. Aber ist denn eigentlich die Klimapolitik für uns das entscheidende Problem? Gibt es nicht viel, viel bedeutendere, wichtigere Reformvorhaben, vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern, Aufgaben, die viel zentraler sind als die Klimapolitik? Es gibt einen berühmten Dänen, Björn Lomborg, der immer wieder darauf hinweist, dass die globalen Herausforderungen durch ganz andere Themen geprägt werden, zum Beispiel durch den enormen Infrastrukturbedarf in den Schwellenländern, im Bereich von Telekommunikation, von Stromversorgung, im Bereich der sauberen Trinkwasserversorgung. Steht denn da eigentlich die globale Klimapolitik nicht im Weg? Meine Antwort darauf ist nein, sie steht nicht im Weg. Denn die Investitionen in die Infrastruktur, die in den nächsten 20, 30 Jahren getätigt werden muss, woher sollen die Mittel dafür kommen? Sollen sie daher kommen, dass wir Arbeit besteuern? Sollen sie daher kommen, dass wir die ärmeren Haushalte besteuern? Sollen sie dadurch herkommen, dass wir unternehmerische Tätigkeit besteuern? Nein. Anstatt Güter und sinnvolle Tätigkeiten zu besteuern, ist es wesentlich besser, CO2 zu besteuern und die Mittel zu verwenden, diese großen Infrastrukturaufgaben anzupacken. Und was wir in unseren Berechnungen sehen, ist, dass aus einer CO2-Besteuerung oder aus einer Aktionierung von Emissionszertifikaten die Mittel herkommen könnten, um diese großen Infrastrukturaufgaben zu tätigen. In manchen Ländern könnte das zu Steuersenkungen führen, wenn man die CO2-Einnahmen dafür verwenden würde. In anderen Ländern könnte das benutzt werden für einen Schuldenabbau. Die Klimapolitik führt zunächst einmal und vor allem dazu, dass die Einkommen der Besitzer von Kohle, Öl und Gas abgesenkt werden. Das zeigt hier Ihnen dieses Bild, wo eben die Einkommen aus dem Verkauf der fossilen Ressourcen abgesenkt werden. Aber das wird überkompensiert durch die Steueraufkommen aus der CO2-Steuer, die für solche Zwecke verwendet werden kann. Und in diesem Sinne ließe sich dann Klimapolitik hervorragend verbinden mit den anderen dringenden Aufgaben der Armutsbekämpfung, der Infrastrukturinvestitionen in den Schwellenländern. Was kann man also alles aus diesen Überlegungen lernen? Ich meine zweierlei. Erstens, es kostet nicht die Welt, den Planeten zu retten. Und es ist auch wert, den Planeten zu retten. Aber es erfordert sehr viel Klugheit und sehr viel Mut. Es braucht eine ambitionierte Politik. Und der Einstieg in diese ambitionierte Politik sollte sein, dass wir uns intelligente Konzepte einer CO2-Bepreisung überlegen. Wenn wir das tun, könnten wir zwischen 3 und 4% des weltweiten Sozialproduktes investieren in Klimaschutz und wir hätten in der Mitte des Jahrhunderts dieses Problem im Wesentlichen gelöst. Herzlichen Dank. Recht schönen Dank für die deutlichen Worte. Und jetzt möchte ich Herrn Dr. Otto, Frau Bundesministerin Dr. Hendricks und auch Jennifer Morgan hier zu uns nach vorne auf das Podium bitten. Genau, machen wir das mal schnell. So, machen Sie? Okay. Super. Ja, jetzt haben Sie 3 von den Personen, die hier oben sitzen, neben mir schon kennengelernt. Wen Sie noch nicht kennen, das ist Jennifer Morgan. Schönen Dank, dass du auch dazugekommen bist. Wir beide kennen uns aus dem Rat für nachhaltige Entwicklung, wo wir zusammen drin sind. Jennifer, du bist eine Grenzgängerin, sag ich mal, zwischen Washington und Berlin. Ewig hin und her. Du hast Politikwissenschaften und Germanistik in den USA studiert an der Indiana University. Wir wissen alle, wo das ist. Das ist in Bloomington.
Dann hast du einen Master in internationalen Angelegenheiten, finde ich eine sehr schöne Formulierung, habe ich von unserer Homepage vom Nachhaltigkeitsrat genommen gemacht in Washington. Ja, und seitdem bist du permanent eigentlich in verschiedensten Feldern der Umwelt- und Klimaschutzpolitik tätig, beim WWF, beim US Climate Network, bei E3G. Und heute bist du Programmdirektorin in Washington für Klima und Energie am World Resource Institute. Und hier in Deutschland Beraterin am PIC, dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, bei Siemens im Sustainability Board, dann im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung. Und da sind wir dann wieder beim Thema IPCC Report, Begutachtungseditorin für das Kapitel 13, was sich mit den internationalen Kooperationen beschäftigt. Und das wird nachher auch ein Thema sein. Ich möchte mit einer Frage starten, die ich sowohl Herrn Dr. Otto zunächst und dann auch dir, Jennifer, stellen möchte, die eigentlich in die Richtung geht, was wir tun sollen. Die amerikanische Künstlerin Barbara Kruger hat mal gesagt, bei der Frage der Globalisierung, scheinbar wächst alles zusammen, es wird enger und, sagte sie, ja, yes, it's a small world, but not if you have to clean it. Und wenn wir uns das Klimaproblem angucken, dann erscheint auch vieles zusammenzurücken, die politischen Prozesse, die Konzerne sind weltweit tätig, wir tauschen uns aus in Sprachen, die häufig auf das Englische gehen, im Internet und trotzdem wird die Aufgabe unendlich groß sein oder ist unendlich groß und sehr, sehr vielschichtig. Und deswegen meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Otto, was können Unternehmen und was kann auch der Wirtschaftsbereich tun, damit wir tatsächlich global tatsächlich vorankommen, nicht nur rhetorisch, sondern tatsächlich in unserem wirtschaftlichen Handeln? Und ich würde dich dann anschließend bitten, das zu ergänzen um die Fragestellung, reichen Klimaverhandlungen, wie wir sie bei den COP-Verhandlungen nächstes Jahr in Paris und davor jetzt in Lima, reicht das aus? Oder muss nicht parallel zum Beispiel auf der Sicherheitskonferenz in München oder beim Weltwirtschaftstreffen in Davos oder bei anderen Tagungen, die sich mit ganz anderen gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen, UN, Sustainable Development Goals, muss das nicht alles parallel laufen? Und wenn es parallel läuft, wie bekommt man das dann noch zusammen? Aber zunächst mal die Rolle der Wirtschaft, Herr Dr. Otto. Ja, ich meine, die Wirtschaft ist Teil des Problems, aber auch natürlich Teil der Lösung. Und ich glaube, in der Wirtschaft können wir sehr viel tun. Für mich ist ein ganz wichtiges Thema die Verbesserung der Energieeffizienz, denn nicht gebrauchte Energie ist natürlich immer die preiswerteste Energie und von der Seite meine ich, muss dort erstmal der erste Ansatz sein. Und hier meine ich, gibt es verschiedene Hebel. Ein Hebel ist gerade die energetische Altbausanierung, denn ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bereich, um überhaupt unsere Klimaziele zu erreichen. In Deutschland, aber auch in der EU, weltweit. Und hier geht es darum, wie kann man dort gewisse Incentives geben, um eine höhere Aktivität dort zu entwickeln. Und es wurde in den letzten Jahren ja dieses Thema schon häufiger angesprochen, auch von der 2-Grad-Initiative haben wir dieses Thema häufig angesprochen. Und das Argument aus einigen Bundesländern war ja immer, das ist zu teuer, das können wir nicht zahlen. Was natürlich kein Argument ist, denn die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zeigt ganz klar, das, was man als Incentive, sei es in Form von Abschreibungen oder Zuschüssen geben würde, bei Weitem überwogen wird durch zusätzliche Steuereinnahmen. Nämlich Handwerksbetriebe zahlen Mehrwertsteuer, Lohnsteuer durch neue Beschäftigung. Also das heißt, die Steuereinnahmen sind weitaus höher als das, was man als Incentive geben würde. Eine weitere Möglichkeit ist das Thema Top-Runner-Prinzip. Top-Runner-Prinzip ist etwas, was wir aus Japan kennen, was in Japan hervorragend funktioniert. Und hier geht es darum, dass man die Elektrogeräte einfach sehr viel energieeffizienter gestaltet. Denn hier ist ein ganz erheblicher Energieverbrauch. Und das Prinzip sieht so aus, dass man heute je nach Geräteklasse sagt, das energieeffizienteste Gerät, sagen wir bei Waschmaschinen, bei Kühlschränken, ist Standard in 5 Jahren. Das heißt, in 5 Jahren darf kein Gerät mehr in den Verkehr gebracht werden, welches nicht diesen Standard hat. Und 5 Jahre weiter kann man den neuen Standard setzen. Das ist etwas, was in Japan funktioniert, ein Thema, was wir auch
der Politik in den letzten Jahren vorgeschlagen haben. Leider bisher keine Reaktion, aber ich meine, dass da auch ein großes Potenzial drin ist. Und letzten Endes müssen wir sehen, dass Energieeffizienz auch sehr, sehr wirtschaftlich ist. Wir haben jetzt gerade gehört, die Vorschläge der Kommission, die bis 2030 eine Energieeffizienzsteigerung von 30% vorsieht, aus unserer Sicht zu wenig, müsste mindestens 35-40% sein. Bei 35% Energieeffizienzsteigerung könnten wir 33% unserer Gasimporte reduzieren. Und wir sprechen ja im Augenblick gerade über die Abhängigkeit der Gasimporte von Russland. Also 33% Reduktion der Gasimporte. Zusätzlich würden wir ein zusätzliches jährliches Wachstum von 4% erreichen. Also von der Seite ein ganz wichtiger und hochinteressanter Weg. Lassen Sie mich noch kurz ein weiteres Thema anschneiden. Wir müssen sehen, dass wir eigentlich unsere Reduktion, die wir bisher in Deutschland erreicht haben, dass die eigentlich auch nicht das wirkliche Bild abgeben, weil wir natürlich sehr viel CO2 auch ausgelagert haben, indem wir nämlich CO2-starke Produktion, stark emittierende Produktion ins Ausland verlagert haben. Deswegen ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass wir die gesamte Prozesskette uns anschauen müssen und in der Prozesskette CO2-Reduktion durchsetzen müssen. Wir haben hier von unserer Tochtergesellschaft Sustain eine Scorecard entwickelt, wo wir verschiedene Faktoren messen können, unter anderem aber auch CO2 messen können, und zwar je nach Branche, aber auch nach Unternehmen. Und das ist ja wichtig, man muss erstmal wissen, wo sind denn die großen CO2-Emissionen in der Prozesskette, damit man weiß, wo man am sinnvollsten ansetzt. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir haben hierzu vor sechs Jahren haben wir eine Initiative gegründet im Handel, wo wir gesagt haben, wir wollen in der gesamten Prozesskette Produktionsunternehmen beraten und unterstützen, Investitionen zu treffen, um CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das sind überschaubare Investitionen, die aber hochwirksam sind und deswegen auch Payback-Perioden von 1,5-2 Jahren haben. Wir sind inzwischen 20 Unternehmen, die diesen Weg gehen. Wir haben über 500 Unternehmen beraten, die es auch entsprechend umgesetzt haben in 17 Ländern. Und wir werden den Weg fortsetzen. Das heißt, ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir die Produktionskette, die gesamte Wertschöpfungskette uns anschauen, nicht nur auf Deutschland konzentrieren, denn man kann natürlich wunderbar eine Reduktion hier erreichen, wenn wir eben entsprechende Produktionsbetriebe verlagern. Das kann aber nicht der Sinn sein, denn wir haben ja letztendlich nur ein Weltklima. Ja. Herr Schönheim, von der Unternehmenskonzernebene jetzt rüber zur Verhandlungsebene. Wie kann COP15 in Paris zu einem Erfolg werden und welche anderen Verhandlungsmechanismen müssten in die ähnliche Richtung streben? Ja, Nummer eins würde ich mich sehr gerne bedanken für die Einladung hier. Es ist sehr schön, hier in Ihrer Heimatstadt zu sein und so ein Publikum zu so einem wichtigen Gespräch zu sehen. Ich glaube, wir haben viel gelernt in den letzten Jahren bei der internationalen Klimaverhandlung, und die IPCC-Kapitel zeigt das auch. Eigentlich, dass wir in einer sehr komplexen Welt leben, das wissen wir. Und dass der Klimaregime auch viel komplizierter ist, dass es gibt viele Akteure jetzt, also was ganz gut ist eigentlich, Städten sind aktiv, Unternehmen sind aktiv, es gibt Sicherheitsthemen. Und das heißt, wir müssen Nummer eins ganz genau gucken, wofür brauchen wir eine internationale Abkommen? Es ist klar, wir brauchen eine. Also meine Antwort an eine Frage wäre, reichen Klimaverhandlungen aus? Nein, aber ist es unbedingt eine Bedingung für Erfolg? Ja. Und wir brauchen eigentlich alles. Also ich glaube, wir stehen jetzt in einem Moment, ich bin auch optimistisch, aber es gibt ganz viel Arbeit zu tun, wie Sie gesagt haben, dass ein neues Modell von internationaler Zusammenarbeit kommt, wo jedes Land dabei ist, also wo USA dabei ist, wo China dabei ist, wo Europa dabei ist. Und wo wir haben eine Richtung,
Das geht um diese Klugheit, glaube ich. Also wir brauchen diese Signale, was Herr Inhofer auch gesagt haben, dass dieses neue Architektur könnte ein langfristiges Signal, ich würde sagen deutlicher als oder konkreter als 2 Grad. Globale Dekarbonisierung haben Sie vorgeschlagen in den letzten Treffen oder eine komplett Phase-out von Treibhausgasen oder 100% erneuerbare oder 100% außer fossil. Eigentlich was viel greifbarer für Unternehmen ist. Es gibt Richtung Low Carbon und es wird schneller passieren. Und dann eine Situation, was ich glaube, mit dieser Klarheit helfen würde. Jede 5 Jahre kommt jedes Land zurück an den Tisch und sagt, was es mehr machen wird. Also das heißt, jede 5 Jahre, es wird nicht, wie wir jetzt haben, wo es unsicher ist. Wie geht das weiter mit der internationalen Klimapolitik? Man wird an den Paris entscheiden, okay, wir kommen jede 5 Jahre zurück, bis wir dieses langfristige Ziel erreichen. Das schickt dann diese Signale an die Trillionen, an die Milliarden. Es schickt Signale auch, glaube ich, an die Öffentlichkeit. So, ein Teil davon, von dieser Chance, glaube ich, für 2015 ist diese Ziele und diese Architektur, aber auch, dass jedes Land kommt mit Zielen und Maßnahmen. Und diese Maßnahmen können ein CO2-Preis sein, es könnte ein Abstieg aus Kohlesubventionen sein, es könnte ein erneuerbare Gesetz sein, es könnte viele Sachen sein, wie viel wichtiger sind, wenn wir denken an Entwicklungsziele, dann komme ich zu diesen anderen Prozessen. Dieser Sustainable Development Goals Prozess, das ist hochwichtig, wenn man guckt an die anderen Prioritäten, was Entwicklungs- und Schwellenländer haben. Eigentlich geht es um weniger Luftverschmutzung, weniger Kohle in China, wirklich sehr großes Thema, weniger Energiebedarf für Energiesicherheit und so weiter. Und da hat man die Chance, die beiden Prozesse irgendwie zusammen zu binden, informell, also nicht formell, zu zeigen, okay, Entwicklungsländer gehen Richtung erneuerbare Energieeffizienz, und Infrastruktur, Low-Carbon-Infrastruktur, das könnte auch Teil Ihrer Climate Action Plan, was Sie vorschlagen. Und da natürlich kommt die ganze Frage von Finanzen. Ich würde dann nur zum Schluss sagen, diese anderen Prozesse, ja, es soll bei der Münchner Sicherheitskonferenz geben, absolut. Es soll auch ein Sozialthema bei der World Social Forum sein, es soll in der World Economic Forum sein. Wir brauchen Klugheit, wir brauchen auch Mut. Und diese verschiedenen Konferenzen, diese verschiedenen Gespräche, hoffentlich gibt Mut an die Politiker, die weitergehen, als was sie bis jetzt gemacht haben, weil die Lücke schon groß ist. Jetzt bist du ja bei diesen ganzen verschiedenen Diskussionsprozessen, sag mal, dicht dran, viel dichter als ich das zum Beispiel bin. Ich fand es interessant, als wir ein Diskussionsforum hatten im Rahmen des letzten Nachhaltigkeitstages, des Nachhaltigkeitsrates, da saßen ja dann der Abteilungsleiter aus der chinesischen Regierung da für CO2 Reduction und Climate Protection und sein Kollege aus der amerikanischen Administration. Und ich hatte das erste Mal gefühlt, Donnerschlag, die beiden, die könnten tatsächlich miteinander sprechen und eine Verabredung treffen. Kommt dann eine neue Generation von Verhandlern, die wegkommt von diesen Grundsatzpositionen und die wirklich das Ansinnen hat, gemeinschaftlich etwas zu gestalten, oder war das eine Ausnahmeerscheinung, die wir da erlebt haben in Berlin? Nee, ich glaube tatsächlich, also das ist eine von der Teil, warum ich Hoffnung habe, ist, dass Nummer eins USA ist, sage ich als Amerikanerin, endlich dabei, was zu machen. Also Präsident Obama reguliert Treibhausgasen. Es wird keine neue Kohlekraftwerke in den USA gebaut. Ich würde mein Haus dagegen betten. Und sie werden auch keine Kohle finanzieren in der Welt mehr. Und hoffentlich wird auch Japan und Deutschland auch dazu kommen. Finde ich auch wichtig. Aber China will auch was machen gegen Kohle. Und ja. Was man merkt in der Außenpolitik im Moment ist, dass es gibt viele schwierige Themen zwischen diese beiden Länder. Aber im Moment können sie ganz gut im Klimabereich miteinander reden. Meine Hoffnung wäre, dass Deutschland auch dabei wird, weil ich glaube, die Befürchtung ist, okay, starkes Signal, sie gehen voran, aber die amerikanische Politik ist noch nicht so weit wie die deutsche Politik und dann die Ambition könnte runtergezogen von diesen nationalen politischen Problemen in den USA. Dafür brauchen wir ein starkes Europa dabei, sodass
China eigentlich früher ihre Emissionen, wie sagt man so, pieken und runtergeht. Damit komme ich zu Ihnen und jetzt habe ich dann zwei Fragen an Sie. Die eine dann direkt dazu, was eben gesagt wurde, kann, wird Deutschland so eine führende Rolle einnehmen wollen oder sind wir, sag mal, gebunden in einer europäischen Verhandlungsdynamik, die eine Low-Dynamik ist? Und das zweite ist, weltweit, nicht nur in Deutschland, ich sagte es ja eingehend schon, Deutschland spielt natürlich CO2-Energieverbrauch im neuen Ressort oder für Ihr Ministerium neuen Ressort eine große Rolle, aber auch weltweit. Und da greife ich gerade nochmal hier in die Einfachübersetzung des IPCC-Reports rein, die draußen liegt. Im Jahr 2010 waren ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs und ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen auf Gebäude zurückzuführen. Und durch die Erhöhung und durch die Bevölkerungszunahme bedeutet das, dass wir im Jahr 2050 mal zwei bis mal drei bei diesen Effekt haben Verbrauch der Energie. Was kann der Gebäudesektor dazu beitragen? Und zum Zweiten, was diese Verhandlungsdynamik bei Klimaverhandlungen anbetrifft, was glauben Sie oder was wissen Sie, Sie sind ja Mitglied des Kabinetts, welche Positionen wir dort einnehmen werden, stehen wir eher zu den Pushern oder eher zu den Gemäßigten bei den nächsten Verhandlungen? Nein, wir stehen auf jeden Fall bei den Pushern. Wir wissen, dass das unsere Verantwortung ist. Diejenigen, die überhaupt am Klimaschutz, ich sag mal, in der Welt interessiert sind, auch wenn das manchmal in Deutschland zurzeit anders gesehen wird, die gehen von folgender Überlegung aus. Die Deutschen sind die Führenden in Europa und Europa muss weiterhin das Beispiel in der Welt geben. Das war jetzt mal sehr vereinfacht gesagt und hört sich vielleicht auch ein bisschen überheblich an. Aber im Prozess wird das so von uns erwartet, auch in der Vorbereitung des Verhandlungsprozesses. Und ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass es auch unsere, auch durchaus unsere ethische Verantwortung ist. Denn das, was wir können, das müssen wir dann auch tun. Zumal wir wissen, dass es uns ja auch gar nicht schadet. Also es wäre ja auch ganz dumm, wenn wir das nicht tun würden, was wir können, von dem wir wissen, dass es uns sogar nützt. Also glaube ich wirklich, dass es jetzt darauf ankommt, die entscheidenden Schritte zu gehen, auch in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa mitzureißen. Zum Glück sind da nicht alle Entscheidungen tatsächlich einstimmig zu fällen in Europa. Wir haben da schwierige Verhandlungspartner, aber wie das auch in Europa immer so ist, es gibt ein Duodez, das kann auch an ganz anderer Stelle erfolgen, das muss gar nicht in dem Bereich Klima sein, sondern irgendwo ganz anders. Ich habe da noch keine Idee, aber es kommen immer irgendwelche Ideen und bis jetzt ist in Europa das immer noch irgendwie gut gegangen und man kann, wie gesagt, auch irgendwo an ganz anderer Stelle was tun, um dann an der Stelle voranzukommen. Das haben wir uns auch so vorgenommen. Das wird jetzt im Oktober der Fall sein auf dem entsprechenden europäischen Gipfel, also im Europäischen Rat. Die Bundeskanzlerin hat sich auch vorgenommen, um auch auf die Frage zurückzukommen, die Sie eben Frau Morgen gestellt haben, beim G7, G8-Prozess im Sommer des nächsten Jahres Klima an die erste Stelle zu setzen. Das ist dann natürlich höchste Zeit, weil das ist dann gerade knapp 6 Monate vor der Pariser Konferenz, eigentlich schon zu spät, wenn man die internationalen Verhandlungsmechanismen bewertet. Aber andererseits ist es ja so, dass letztes Mal bei der COP in Warschau verabredet worden ist, dass die Länder im ersten Quartal des Jahres 2015 ihren je eigenen Beitrag definieren sollen und sozusagen öffentlich kundtun sollen, was sie für sich zu tun gedenken im Hinblick auf Paris und die Folgejahre, also dann ab 2020. Nun werden das vielleicht nicht alle im ersten Quartal tun, der chinesische Kollege hat vom ersten Halbjahr gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, es kommt denn dann im ersten Halbjahr. Und dann wäre in der Tat so gerade richtig der G7, G8-Prozess. Ich spreche jetzt immer mal von G7, G8, weil wir noch nicht wissen, wie sich die Welt bis dahin entwickelt. Irgendwie ganz endgültig abgeschrieben haben wir es ja nicht. Ja? Deswegen sage ich immer G7-G8. Das ist im Juli nächsten Jahres. Es kann ja auch besser werden, als es jetzt aussieht. Und da eben, wie gesagt, dann haben wir sicherlich alle Meldungen der Länder im Hinblick auf die Pariser Konferenz. Und dann kann in der Tat ein notwendiger Push nochmal gegeben werden, wenn es nötig ist. Das ist ja wahrscheinlich nötig. Und wenn sich dann in diesem Format, wie man das so nennt, alle verpflichten,
dann müssen diejenigen, die nicht dabei sind, aber das hat ja dann auch Auswirkungen auf die G20 und andere, eben mitgerissen werden. Das ist ja, wenn die Chinesen dabei sind und die Amerikaner, und die sind in diesem Format ja dabei, dann bedeutet das ja auch, dass zum Beispiel die Inder oder die Brasilianer auch irgendwie nicht mehr anders können, ja, so jedenfalls in vergleichbare Richtungen gehen müssen. Deswegen, das ist auch der Grund, warum ich eben gesagt habe, dass ich da optimistisch bin. Es ist noch richtig viel Arbeit, aber da bin ich optimistisch. Und es ist in der Tat so, also wir sind diejenigen, die die Technologien am weitesten vorangetrieben haben, auch wenn wir jetzt im Moment unsere Klimaziele absehbar noch nicht erreichen werden, also, aber wir tun was dran. Aber wir haben natürlich die technologischen Entwicklungen am weitesten vorangetrieben. Wir sind diejenigen, die nachweisen können, dass man Klimaschutz betreiben kann, ohne darunter also ökonomisch zu leiden, volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich zu leiden. Das ist doch genau der Push, den wir brauchen, oder die Überzeugungsarbeit, die wir brauchen in der Welt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, und Professor Edenhofer hat es ja auch ausgeführt in seinem Vortrag. Deswegen glaube ich, dass wir das wirklich weiter vorantreiben müssen und auch sollen. Und ich bin auch ganz an Ihrer Seite, Frau Morgan, dass wir in der Tat unterschiedliche Aufgabenfelder haben, dass natürlich die Länder des Südens, die noch nicht in dem Bereich der Schwellenländer angekommen sind, dass die andere Entwicklungsvoraussetzungen brauchen als die Schwellenländer und die Industrieländer, liegt ja auf der Hand. Aber auch da, wir haben uns ja auch zu Technologietransfer verpflichtet, auch da sind ja Chancen. Also vor kurzem hat mal ein britischer Wissenschaftler zu mir gesagt, und da hatte ich, ich habe leider seinen Namen vergessen, da hatte ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Er sagte zu mir, wenn die Solarenergie weltweit marktfähig ist, dann ist das das größte Geschenk, was Deutschland der Menschheit gemacht hat. Hört sich wieder sehr überheblich an, aber ist ja was dran. Also wenn die dezentrale Solarenergie wirklich marktfähig ist und dezentral eingesetzt werden kann, auch in den Ländern des Südens, und so eingesetzt werden kann, dass sie auch leicht zu pflegen und leicht zu handhaben ist, dann kann man damit ja alles Mögliche machen. Dann kann man zum Beispiel Pumpen damit betreiben und dann kann man schon devastierte Gegenden wieder begrünen. Also und das macht dann auch wieder was für den Klimaschutz und hat natürlich auch was mit Armutsbekämpfung zu tun und mit den Lebensbedingungen der Menschen. Das mal als Beispiel genannt. Also es gibt viele solche wirklich denkbaren Beispiele, die technologisch eigentlich gar kein Problem mehr sind. Technologisch wirklich kein Problem mehr sind. Und deswegen finde ich, müssen wir natürlich in unserer Verantwortung auch in diese Richtung das auch politisch und wirtschaftlich absichern, keine Frage. Lassen Sie mich an der Stelle dann nochmal nachhaken zum Baubereich, das, was Sie gerade geschildert haben, was technologisch schon möglich ist. Wir können ja in Deutschland mittlerweile Gebäude bauen, also zumindest im Neubaubereich, die unterm Strich gar keine Energie mehr brauchen, um betrieben zu werden, sondern sogar einen Energieüberschuss abliefern, also eine CO2-Senke sind. Auf der anderen Seite, das ist nicht unsere Norm. Also wir könnten ja auch sagen, jedes neue Haus oder jede neue Halle, die in Deutschland gebaut wird, müsste diese Forderung erfüllen. Aber wir bauen ja noch relativ konventionell in diesen Bereichen, moderner. Aber wir könnten eigentlich viel mehr von unserem technischen Standard. Wie bekommen wir das hin, dass sich das zur Selbstverständlichkeit entwickelt und im vorhandenen Bestand, wir haben im Moment eine florierende Baukonjunktur, wir sprachen vorhin in einem kleinen Kreis ja nochmal darüber, in dieser florierenden Baukonjunktur wagen wenige einzugreifen und sagen, läuft ja ganz gut der Bereich. Wenn wir uns aber angucken, in der energetischen Ertüchtigung haben wir nur unter 1% Renovierungsquote in der energetischen Renovierung. Das bedeutet, wir bräuchten 100 Jahre in Deutschland, um unseren Wohnungsbestand komplett zu renovieren. Hätten wir 2%, wären es 50 Jahre. Wir bräuchten aber, wenn wir 2050 den Gebäudebestand auf nahezu CO2-neutral oder null bringen wollen, dann bräuchten wir eigentlich 4% Vorjahr in diese Größenordnung. Wie schaffen wir das? Also wir werden ja zusätzliche Baukapazitäten sogar schaffen müssen. Deswegen hätte ich persönlich jetzt nicht so viel Angst, den Bau noch mehr anzuheizen, indem einfach mehr Produktionskapazitäten in die energetische Ertüchtigung gehen. Ich selber habe ein Küchengeschäft, ich verkaufe mit Leidenschaft Küchen, aber das Geld, was in die Küche geht, geht natürlich eben gerade nicht in die energetische Ertüchtigung und ich verkaufe Küchen im Luxussegment, dafür können Sie ein Haus locker sanieren, energetisch, aber die Leute kaufen Küchen. Also wie kriegen wir das umgeleitet, dass die Leute es wirklich dort ausgeben, wo es das Klima braucht?
Also es ist schon so, dass wir natürlich nicht alle Häuser, die wir neu errichten, jetzt im Energiehaus Plus Standard errichten. Ja. Das ist im Moment auch wirklich noch nicht konkurrenzfähig. Wir haben natürlich einige Energiehaus Plus Standard Häuser, die wir auch sozusagen als Pilotprojekte auch fahren und demonstrieren. Aber wir haben natürlich die Effizienzrichtlinie gerade im Neubaubereich jetzt auch wieder erhöht. Ab dem Jahr 2016 sind wieder neue Vorschriften, also strengere Vorschriften vorgesehen. Was auch für den Neubau natürlich auch die Kosten etwas erhöht, aber das ist im überschaubaren Bereich. Und im Neubau ist das verhältnismäßig nicht so schwierig. Wenn man das weiß beim Neubau, dass man sich darauf einstellen muss, dann plant man es von Anfang an mit und dann sind die Kosten wirklich überschaubar. Deswegen ist es ja auch ordnungsrechtlich für uns nicht so schwierig, das tatsächlich auch ordnungsrechtlich umzusetzen, mit Vorlauf jetzt eben, wie gesagt, wieder bis 2016. Wir haben uns aber entschieden, was die energetische Gebäudesanierung anbelangt, nicht ordnungsrechtlich vorzugehen. Das hat natürlich politische Gründe. Jetzt versuchen Sie das mal. Sagen Sie mal, jeder, der Hausbesitzer ist, der muss bis zum Jahr 2020 eine vollständige energetische Sanierung durchführen. Da wissen Sie, was los ist, ja? Sie haben wahrscheinlich gerade gelesen, was jetzt gerade mit diesen komischen Staubsaugern jetzt los war. Wo Sie doch gerade zu Recht gesagt haben, bei den Haushaltsgeräten müssten wir voranschreiten. Nichts anderes ist ja die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union, die jetzt gerade ab gestern sozusagen für neu verkaufte Staubsauger neue Richtlinien, also Verbrauchsrichtlinien vorsieht, geringere Wattzahlen. Da haben Sie doch mitbekommen, wie das in allen Zeitungen ja mindestens lächerlich gemacht worden ist, wenn nicht wieder auch die EU-Kommission und überhaupt ganz Europa für verrückt erklärt worden ist deswegen. Obwohl es ja völlig problemfrei ist, wenn man einen neuen Staubsauger kauft, dass man dann einen kauft, der am Markt ist und der eben weniger Verbrauch hat. Weil andere sind dann gar nicht mehr am Markt und die Staubleistung sozusagen ist nicht vermindert, sagen die Hersteller. Was soll eigentlich dagegen sprechen? Haben Sie gleichwohl die Debatte in den letzten Tagen mitbekommen in allen möglichen Zeitungen. Also unabhängig davon, in der energetischen Gebäudesanierung werden wir ordnungsrechtlich das nicht verlangen können. Da müssen wir werben, da müssen wir nach meiner Überzeugung am besten Zuschüsse geben für die energetische Gebäudesanierung, was wir über die KfW im Übrigen ja auch schon tun. Aber es gibt natürlich auch, und da dürfen wir uns nichts vormachen, es gibt auch Gebäude, da ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich, eine Sanierung vorzunehmen. Da kann man auch nicht ernsthaft als Energieberater sagen, investieren Sie da doch mal 70.000 Euro, damit Sie Ihr ganzes Einfamilienhaus energetisch saniert haben, wenn der Mensch, sagen wir mal, 70 Jahre alt ist und sagt, ich lebe aber vielleicht, wenn ich Glück habe, noch 15 Jahre. Was soll ich denn da 70.000 Euro für ausgeben? Meine Kinder brauchen das Haus sowieso nicht. Wahrscheinlich kann man das später gar nicht mehr verkaufen, da wo es jetzt steht. Auch das ist natürlich eine Überlegung, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Deswegen ist eine hundertprozentige Sanierungsrate auch gar nicht anzustreben. Trotzdem bräuchten wir 2,5% im Jahr statt 1%. Da kann man schon einiges machen. Wir haben das eben ja schon mal kurz angesprochen. Es gibt in Bottrop zum Beispiel eine Initiative Innovation City in der Stadt Bottrop. Keine reiche Stadt, eine ganz typische Stadt des Ruhrgebiets, gibt es eine Sanierungsquote von 8%. 8%. Und zwar einfach dadurch, dass sich die Wohnungsbauunternehmen auf den Weg gemacht haben, dass es eine wirklich echte Ansprache der Bürgerinnen und Bürger gibt, dass die Wohnungsbauunternehmen natürlich auch die KfW-Fördermittel in Anspruch nehmen, dass auch die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer hingewiesen werden auf die Fördermöglichkeiten. 8% in einer Stadt wie Bottrop mit, ich glaube, so ungefähr 120.000 Einwohnern. An dem Beispiel müsste man sich eigentlich wirklich lokal orientieren oder bezogen auf Stadtbezirke orientieren. Wir fördern natürlich auch zum Beispiel energetische Quartierssanierung. Also da werden natürlich dann auch die Hausbesitzer beraten, die ihre Häuser in den Quartieren haben. Das klappt auch. Das klappt auch. Man braucht eine gute, vernünftige Ansprache und es muss aber auch eine angepasste Maßnahme sein. Es muss eine angepasste Maßnahme sein, die sowohl an, sagen wir, die Lebensdauer des Hauses angepasst ist, als auch an die Bedürfnisse desjenigen, der da investieren soll. Man kann niemandem irgendwas aufzwängen, von dem man annimmt, dass es einfach widersinnig ist, im eigenen Interesse es zu tun.
Gerade daran wird, denke ich, die Kunst der Zukunft bestehen, nicht nur für uns hier oben, sondern für jeden hier im Raum, sein Verhalten so zu ändern bei den Investitionen, bei Renovierung und, dass zum Schluss tatsächlich ja, unsere Emissionslage, auch ganz persönlich gesprochen, auch zu Hause, eine andere ist. Ich bin hierher gekommen in Schuhen von Puma, die sind kompostierfähig. Jetzt gibt es also diese Schuhe, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das der große Verkaufsschlager ist. Ich weiß nicht, ich glaube, die Schuhabteilung auch in Ihrem Hause verkauft jetzt nicht Rasenschuhe. Puma hat doch gerade sogar diesen Beutel wieder vom Markt genommen, weil die Leute dann doch wieder lieber Kartons haben wollten. Allerdings also, auch recycelfähig. Ja. Also das Handling und die persönlichen Gewohnheiten spielen da eine große Rolle. Bevor ich jetzt gleich die Publikumsfragen mit reinnehme, noch eine Frage an Sie, Herr Professor Edenhofer, und zwar, ich sage mal, eine Tempofrage. Wenn wir sehen, was Deutschland schon alles unternimmt und sehen, was andere Volkswirtschaften unternehmen, sind wir da einigermaßen auf dem richtigen Weg, dass wir überhaupt noch eine Chance haben, in absehbarer Zeit Klimaziel von maximal 2 Grad Klimawärmung zu erreichen? Ist das überhaupt noch zu schaffen, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht? Und auf der einen Seite sehe ich, dass wir Angst haben, zu viele und zu schnelle Innovationen in Deutschland zu machen, weil wir Angst haben, dann wandert womöglich Industrie aus. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wer diese Pressemitteilung von der Firma Knauf gesehen hat, die gesagt haben, wir wandern jetzt aus, weil uns ist es zu wenig Innovation in Deutschland, da investieren wir lieber in neue wärmedämmende herstellende Werke im Ausland, weil wir glauben, dass die Marktdynamik in Richtung erhöhte Energieeffizienz woanders viel größer sein wird als in Deutschland. Also auf der einen Seite möchte man die einen Unternehmen halten, auf der anderen Seite wandern andere aus. Aber sind das Einzelfälle oder ist das ein Trend? Und wie sehen Sie insgesamt als Wirtschaftswissenschaftler im Moment so das Tempo der verschiedenen Staaten weltweit? Ja, also ich habe das Gefühl, hier auf dem Podium, ich habe heute Abend zumindest hier am Podium die Rolle des Bad Guys, weil ich muss jetzt in diesen Wein ein bisschen Wasser schütten. Also zunächst mal glaube ich, wir müssen das aushalten und zur Kenntnis nehmen, dass wir international überhaupt nicht auf dem Weg sind. Full stop. Das Zweite ist, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir nichts unternehmen in den nächsten 2 bis 3 Dekaden, sich die Renaissance der Kohle fortsetzt. Und das sage ich noch 5 Mal. Und es beginnt mich sozusagen langsam etwas ärgerlich zu machen, dass das sozusagen nicht unbedingt hier am Podium, aber das ist ein Sachverhalt, der nicht mit der nötigen inneren Sammlung und Ruhe zur Kenntnis genommen hat, die er verdient. Daraus ergeben sich jetzt eine Fülle von Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, es gibt in den letzten 20 Jahren beträchtliche Energieeffizienzsteigerungen. Gar keine Frage. Die sind sogar sehr beeindruckend. Das sind nicht nur beeindruckend in Deutschland, die sind sehr beeindruckend vor allem auch in den Schwellenländern. Japan sowieso. Allerdings sind überall, fast überall, diese Energieeffizienzsteigerungen durch das Wirtschaftswachstum überkompensiert. Das heißt mit anderen Worten, das, was wir bei der Energieeffizienz erreichen, wird durch das Wirtschaftswachstum, wenn man so will, und das Bevölkerungswachstum aufgefressen. Und jetzt ist doch die Frage, was kann man dagegen tun? Das ist doch eine unglaublich frustrierende Erfahrung, dass wir auf der einen Seite in allen Bereichen der Wirtschaft Innovationen sehen, dass viele Bürger für den Klimaschutz was tun wollen, auch viele Unternehmer. Und am Ende kommen die Bad Guys vom IPCC und sagen, Leute, es tut uns furchtbar leid, wir haben uns das angeguckt, im Ergebnis, es reicht nicht. Es ist ja nicht so, dass also die Leute unbedingt einen Spaß daran haben, das Klima zu ruinieren, sondern viele Leute wollen was tun. Und deswegen ist aus meiner Sicht zunächst mal wichtig zu begreifen und zu verstehen, dass wir nur dann was machen können, wenn wir auf das Angebot der fossilen Energieträger in irgendeiner Form einen Deckel draufkriegen. Es gehört zur bitteren Wahrheit des Klimaschutzes, dass der Großteil der Ressourcen und Reserven an Kohle, Öl und Gas im Boden bleiben muss. Und das heißt, dass diejenigen, die heute Besitzer von Kohle, Öl und Gas sind, durch Klimapolitik Einkommensverluste in Kauf nehmen. Ich weiß, dass man das nicht sagen darf,
Alle meine Medienberater haben gesagt, ich darf diesen Satz nie wieder in den Mund nehmen. Er hat mir nämlich im Internet unglaublichen Kredit gekostet, weil ich mal gesagt habe, Klimapolitik ist Umverteilungspolitik. Daraus, das hat mich sogar zu Fox News gebracht. Man hat gesagt, na schaut euch mal an, was die vom IPCC für Kerle sind. Das sind doch eigentlich alles verkappte Sozialisten. Denen geht es doch nicht ums Klima, die wollen nur umverteilen. Ich will ja gar nicht umverteilen. Was ich sage ist, wer den Deckel auf die fossilen Energieträger drauf macht, heißt, er verhindert, dass Einkommen aus dem Verkauf von Kohle, Öl und Gas entstehen können. Und das kann sozusagen nur so gehen, dass wir langfristig in ein Regime kommen, wo die Knappheit der Atmosphäre einen Preis bekommt, wo das Marktsignal CO2-Preis für die Investoren dazu führt, dass die Investitionen und unser Verhalten in die richtige Richtung geht. Das ist aus meiner Sicht, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und jetzt komme ich zu dem, wie sollten vor dem Hintergrund unsere Verhandlungen ausschauen. Ich bin sehr in Übereinstimmung mit Jennifer, wenn sie sagt, es käme in den künftigen Verhandlungen darauf an, dass wir aufhören, ständig über langfristige Targets und Timetables zu reden. Die Leute sollen endlich mal, damit meine die Regierungschefs und die Minister, ihre Politiken, ihre Instrumente auf den Tisch legen, die sie in den nächsten Jahren implementieren wollen. Das wäre aus meiner Sicht ein großer Schritt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das müssen die richtigen Instrumente sein. Wenn diese Instrumente nur darauf aus sind, dass sie CO2-freie Technologien subventionieren, ist das der falsche Weg, weil die Subvention von CO2-freien Technologien führt dazu, dass die fossilen Energieträger billiger werden und am Ende doch mehr genutzt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht über die Subventionierung von CO2-freien Technologien nachdenken, sondern dass wir dahin kommen zu einer CO2-Bepreisung. Und die muss so ausgestaltet werden, dass die vor allem für die Schwellen- und Entwicklungsländer attraktiv wird. Mhm. Und das kann nur so gehen, dass wir denen einen Weg zeigen, wie eine nationale Steuerreform durchgeführt werden kann, wo sie ihre fundamentalen ökonomischen Probleme nicht morgen, sondern heute lösen können. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Das haben wir viel zu lange vernachlässigt. In China gibt es ein großes Interesse am Klimaschutz. Nicht nur wegen des Klimas, sondern vor allem deswegen, weil man die lokale Luftverschmutzung bekämpfen will. Weil man sozusagen Einnahmen, und das müssen wir sozusagen viel stärker ins Zentrum stellen. Und dann würde aus meiner Sicht aus den Klimaverhandlungen tatsächlich ein sehr glaubwürdiges Signal kommen. Und dann hätten wir vielleicht in 5 Jahren eine Situation, wo wir sagen, wir brauchen gar nicht so viel Regulierung in Deutschland. Wir könnten vielleicht auch mit der nationalen CO2-Steuer den europäischen Emissionshandel komplementieren. Sehen Sie aus Ihrem Erfahrungsbereich und du aus deinem Erfahrungsbereich jetzt erste politische Verhandler oder Staaten, die diesen Weg bereit sind zu gehen? Und macht es vielleicht Sinn, dass eine Gruppe, wir hatten ja mal früher den ersten Ansatz, diesen Club der Energiewende-Staaten zu gründen, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber macht es Sinn, dass eine solche Gruppe einfach sagt, wir schreiten jetzt voran und wir machen das mit Action, nicht mit langfristig? Ich glaube, wenn die Action in die richtige Richtung geht, dann kann das sehr viel Sinn machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass vielleicht nochmal einen Aspekt, wenn heute ein Entwicklungs- oder ein Umweltminister an den Verhandlungen teilnimmt und sagt, ich verspreche x Prozent Reduktion bis zum Jahre X, in der Regel weiß dieses Land nicht, was das ökonomisch bedeutet. Das ist schwer abzuschätzen. Wenn dagegen das Land sagen würde, ich mache eine CO2-Steuer von 10 Euro pro Tonne CO2 und steigere, dann kann ich zumindest die ökonomischen Risiken eindämmen. Und ich kann dann noch überlegen, brauche ich dann noch eine Förderung von Innovationen, müssen die eigentlich nur finanziert werden. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Schritt. Wir müssen auch ein Verhandlungspaket schnüren, wofür vor allem für die Entwicklungs- und Schwellenländer die ökonomischen Risiken viel besser abschätzbar sind, als eben Ziele vorzugeben, deren ökonomische und soziale Implikationen eigentlich für die meisten gar nicht klar genug sind. Hast du vor deinem Erfahrungshintergrund Signale, dass hier oder da Schritte in diese Richtung unterwegs sind in Sachen Paris? Ja, also zwei Bemerkungen. Also ich glaube, es gibt solche Gespräche auch in den USA über CO2-Steuer. Also im Moment ist es ganz interessant, die USA reguliert. Also es wird keine Emissionshandelssysteme in den USA geben, aber teilweise, weil Nummer eins, USA braucht
Geld und Nummer zwei, teilweise weil die Auswirkungen von Klimawandel so heftig gewesen sind in den letzten Jahren, fängt eine Debatte über einen CO2-Preis an und dass es eine politische Lösung sein könnte, weil man kann verschiedene Probleme mit den Geldern von einer CO2-Steuer lösen, möglicherweise. Es gibt auch eine Debatte in China. Chile, diese Woche im Parlament wird eine CO2-Steuer entscheiden. Also ich glaube 5 Euro oder so, aber fängt mal an, Südafrika hat es auch gemacht. So, es fängt mal an und ich glaube auch, dass wenn die Länder da vorkommen können und sagen, okay, das machen wir, dann macht es viel konkreter und viel ja, bedeutender für die nationale Debatte. Aber ich will auch sagen, weil ich hier in Deutschland sitze, dass wenn du fragst, gibt es ein Beispiel, also Deutschland ist ein Beispiel. Also die Welt guckt an Deutschland. Ich kann das nicht deutlicher sagen. Also ob die Energiewende erfolgreich ist oder nicht. Also wir haben eine Umfrage gemacht. Ich habe letzte Woche mit Kollegen von überall in der Welt gesprochen. Und ich glaube, was du dann erzählst und die Emissionen und so weiter. Wir kämpfen in den USA gegen die Gegner, die die Energiewende benutzen, um zu zeigen, dass die Obama-Regulierung nicht umgesetzt sein soll, weil es teuer ist, weil Emissionen steigen sowieso. Also es ist furchtbar. Es ist nicht alles richtig, aber es ist ein Problem. Und so ich glaube für die Glaubwürdigkeit, für nicht nur die Glaubwürdigkeit, aber es gibt kein Beispiel. Deutschland ist ein Beispiel eigentlich. Und so, ich kann nicht übertreibe nicht, wie wichtig das ist, dass es hier erfolgreich wird. Und deswegen würde ich auch, Frau Ministerin, Ihre Aktionsplan, auch diese Reform von ETS vor 2020 vorschlagen. Weil wenn wir warten bis nach 2020, ist es zu spät. Und die 40%-Ziel, ich befürchte, wird nicht erreichbar. Und auch, ich glaube, gibt es auch diese Frage, entweder für ein Klimagesetz oder ein Kohleausstieggesetz. Also irgendwie greifbare Maßnahmen, sodass entweder die CO2-Preis wieder steigt, oder man macht das jetzt wie die Amis und man reguliert. Okay, damit kommen wir zu den Fragen, die ich jetzt mal so strukturiere, dass Sie eigentlich auf die Themengebiete, die wir eben schon einmal eingegangen sind, darauf einwirken werden. Ich werde Sie gleich fragen. Ich lese mal die Fragen für jeden vor, dann wissen Sie auch, wie kurz Sie antworten können, damit wir das in den verbleibenden 20 Minuten machen können. Frage an Herrn Dr. Otto wäre, gerade zu den ökonomischen Instrumenten, was ist denn nun zu bevorzugen? Ist es eher eine Steuer? Sind es Grenzwerke? Sind Emissionshandel? Und was funktioniert dann in den Unternehmen? Also hat dann wirklich Auswirkungen darauf, dass sich Unternehmen anders verhandeln? Eine Frage an Sie eben, du hast es kurz angesprochen, das ist in vielen Fragen zu spüren, eine Sorge-Ungeduld-Paarung. Die Frage, wann starten Sie in Deutschland als Ministerin eine nationale Debatte über einen kompletten Kohleausstieg? Dann an Herrn Edenhofer, ist nüchtern gesehen Deutschland ein Abschreckungsbeispiel für die Welt, also kein Vorbildwirkung, wie du gerade sagst, sondern ein Abschreckungsbeispiel, wenn wir sehen, wie teuer wir die Energiewende organisieren, ist es Abschreckung, ist ein Vorteil? Und an dich, Jennifer, die Frage, wie sinnvoll ist es eigentlich in Verhandlungen, Ländern, die gerade aufstreben, mit Grenzwertung, mit Beschränkungen zu kommen, kann man denen überhaupt solche Vorschriften machen, kann man denen überhaupt so einen Deal vorschlagen und ihr dürft jetzt ab da nicht mehr emittieren oder daran teilnehmen? Ja, ich glaube, eins ist vollkommen richtig, was Herr Professor Edenhofer gesagt hat, wir brauchen einen Preis für CO2-Emissionen und da gibt es sicherlich unterschiedliche Wege. Ich würde im Grunde immer einen Emissionshandel bevorzugen, aber unser Emissionshandelssystem hat einfach so, wie es angepackt wurde, wie es durchgeführt wurde, nicht funktioniert. Deswegen, wenn wir das sanieren wollen, dann ist es meines Erachtens nur möglich in der Form, wie Herr Edenhofer das gesagt hat, das heißt, dass wir eine Preisbandbreite einsetzen. Denn ansonsten haben wir eine Volatilität, mit der überhaupt keiner mehr kalkulieren kann. Also wir brauchen einen Mindestpreis, der dann permanent aber angehoben wird. Nur dann bekommen wir auch eine richtige Steuerung. Nur dann bekommen wir Innovationen, die wir im Augenblick über die Emissionshandel nicht bekommen. Nicht.
und sicherlich auch einen Höchstpreis, damit wir dann auch eventuell radikale Negativauswirkungen entsprechend abbremsen können. Innerhalb dieser Bandbreite dann aber durchaus marktwirtschaftliche Bedingungen, das heißt, dass hier durchaus der Emissionspreis auch schwanken kann. China testet im Augenblick in 7 verschiedenen Regionen 7 unterschiedliche Emissionshandelssysteme. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, ich meine, China wird ja häufig immer so ein bisschen negativ da in die Ecke gestellt. Da passiert unwahrscheinlich viel in China, weil die natürlich auch erkannt haben, ihre Probleme, die sie haben, sowohl vom Mikroklima her, Veränderung, Wüstenbildung, dass dort also inzwischen auch wirklich viel passiert, unabhängig davon, von der Rohstoff- und Kostenfrage. Also da sollten wir uns auch mal genau anschauen, wie die Tests ausgehen. Da gibt es vielleicht auch gute Lösungen, die wir uns anschauen können, die wir auch übertragen können. Wichtig ist ja nur, dass wir endlich mal in der EU einen Konsens hinbekommen. Und da meine ich auch, dass Deutschland da durchaus eine treibende Kraft sein kann und sein muss, Vorreiterrolle einnehmen muss. Wir sind, insofern haben wir ja in vielerlei Hinsicht auch eine Vorreiterrolle, dass wir das aber auch ganz deutlich zum Ausdruck bringen müssen, versuchen in der EU zumindest hier deutlich voranzukommen. In jedem Fall, CO2-Ausstoß braucht einen Preis, ansonsten kriegen wir keine Änderung. Also ich finde das interessant, wo Sie gerade das Beispiel China nochmal genannt haben, als wir zusammen mit Klimafakten diese Kurzversion herausgegeben haben aus dem IPCC-Sachstandsbericht, haben wir als Mitherausgeber Swisstech gefunden. Swisstech ist ein Verband von Schweizer Unternehmen, die jetzt mittlerweile so weit sind, dass sie von der Größe her versuchen, einen alternativen Wirtschaftsverband gegen den, sag mal, klassischen BDI Schweiz zu gründen, wo sie sagen, die innovativen Betriebe organisieren sich gar nicht mehr in der alten Vereinigung, die standes- und zunftsgemäß, so wie wir das hier auch mit Handwerkskammer und haben, sondern die organisieren sich gleich in einer völlig neuen Gruppierung, und als Unternehmen muss man jetzt eine Entscheidung treffen. Organisiere ich mich eigentlich in meiner alten Welt oder bin ich auch der Meinung, die neue wird da kommen, und ich unterstütze das mit. Finde ich auch ein interessante Innovationen. Mal sehen, wie erfolgreich sie sind, aber im Moment haben sie einen enormen Zuspruch. Ja. Ich kann zunächst mal kurz an das anknüpfen, was Herr Dr. Otto gerade gesagt hat. Es ist uns selbstverständlich völlig klar, dass wir dringend eine Reform des europäischen Emissionshandels brauchen. Und wir haben als Bundesregierung auch der Europäischen Kommission schon offiziell mitgeteilt, dass wir nicht bis 2020 warten wollen, sondern dass wir das ab 2017 haben wollen. Damit sind wir natürlich noch nicht durch, also das müssen die Mitgliedstaaten ja auch mitmachen. Aber da gibt es dann natürlich auch wieder Möglichkeiten, Preise zu zahlen, die nicht monetär sind. Das kann sogar andere Verhandlungen befördern, um das mal so zu sagen. Also es ist ja alles nicht so einfach, aber das kann auch andere Verhandlungen befördern. Und wir wollen das auf jeden Fall ab dem Jahr 2017. Und das mit der Bandbreite ist natürlich völlig richtig. Ich habe das bei anderer Gelegenheit auch schon gesagt. Wir müssen dann nur noch in Anführungszeichen eine europäische Institution bestimmen, die das darf, nämlich nach dem Beispiel der Europäischen Zentralbank, wie eine Offenmarktpolitik gemacht wird, mit Geldmengen rauf und runter zur Verfügung stellen. So machen das ja alle Zentralbanken. Also auch die Europäische Zentralbank. So kann man das natürlich auch mit CO2-Zertifikaten machen. Und dann, wie gesagt, brauchen wir nur noch eine Institution, die das darf. Und dann braucht sich auch Politik und Kommission und so nie mehr damit beschäftigen. Das wäre natürlich ein großer Vorteil, der aber eigentlich im Sinne von, so wie das bei der Geldpolitik funktioniert, warum soll es nicht bei Zertifikaten funktionieren? Das ist ja ein einfaches Beispiel, an dem man sich orientieren kann, und das wäre schon gut. Dann braucht man nicht uns immer alle paar Jahre wieder darüber zu streiten. Das ist also die Richtung, die wir vorantreiben wollen auf der europäischen Ebene. Jetzt hatten Sie mir aber noch die Frage, Moment, kurzes Stichwort. Wann starten Sie in Deutschland die nationale Debatte über einen Kohleausstieg? Komplett. Ja, also kompletter Kohleausstieg. Da kann ich Ihnen jetzt im Moment nun keine Zusage machen, weil wir nur in Anführungszeichen 26% Stromversorgung aus erneuerbaren Energien im Moment haben. Also bleibt ja irgendwie noch 74% übrig. Und unsere Zielrichtung ist bis jetzt
bis zum Jahr 2050 80% aus erneuerbaren Energiestromversorgung zu haben. Das bedeutet aber dann immer noch, dass noch 20% auch nach 2050 auf irgendwelche Zeit, die ich nicht so genau vorhersagen kann, noch aus fossilen Energieträgern kommt. Jetzt ist nach meinem Dafürhalten unsere Aufgabe, in diesem fossilen Mix im Hinblick auf Klima die Kohle wenigstens zurückzudrängen zugunsten von Gas. Und zwar so lange, wie wir in der Übergangstechnologie die fossilen Energieträger noch brauchen. Also für mich ist es auch eine Übergangstechnologie, aber es ist eben als Brückentechnologie noch wichtig. Nur in Anführungszeichen 26% reicht eben bisher nicht aus. Ich rede nur von Strom, ich rede nicht von Wärmemarkt. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung, die wir ja normalerweise kaum ins Blickfeld nehmen. Aber bezogen auf Strom sind die Daten richtig, die ich gerade genannt habe. Ich glaube auch, dass wir nicht ernsthaft sagen können, dass wir gleichzeitig aus der Atomenergie und aus der Kohleverstromung aussteigen, sondern ich glaube, wir müssen ernsthaft sagen, wir schreiten voran mit Erneuerbaren und der Restmix aus Fossilen soll also mehr aus Gas als jetzt und weniger aus Kohle als jetzt bestehen, vereinfacht gesagt. Dafür brauchen wir dann auch wieder den CO2-Emissionshandel reformiert, damit die Preise bei Kohle teurer werden. Wir haben nicht vor, ein Kohleausstiegsgesetz vorzulegen, weil es muss ja dann an der Stelle trotzdem auch was anderes noch da sein. So, ich will aber wenigstens auch kurz darüber informieren, dass wir in der Bundesregierung im Moment in einem Abstimmungsprozess darüber sind, ob wir denn zukünftig durch unsere internationalen Garantien, wie zum Beispiel Hermes-Bürgschaften oder IPEX Bank der KfW, noch Kohlekraftwerke fördern sollen und wenn ja, welche von höchster Effizienzklasse die alte ersetzen oder so. Diesen Abstimmungsprozess haben wir in der Bundesregierung noch nicht zu Ende geführt. Auf meinen Vorschlag hin sind wir dabei, das abzustimmen. Ich würde gerne auf dem Ban Ki-moon-Gipfel im September dazu eine Aussage machen wollen. Wenn es im September noch nicht gelingt, dann vielleicht im Dezember in Lima oder so. Wir haben ja noch viele Gelegenheiten. Also ich muss sagen, für mich war das überraschend, als ich das vor 2 Jahren oder sowas das erste Mal darauf stieß, dass wir tatsächlich noch mit KfW-Geldern international den Bau von Kohlekraftwerken fördern. Ja, bis jetzt vor kurzem auch noch Kernkraftwerke. Okay. Hedenhofer, ist das deutsche Energiewende-Beispiel ein positives Beispiel, wo man sagt, hey, das ist toll, was da in Deutschland ist, oder wie es hier die Publikumsfrage sagt, ist es nüchtern gesehen ein Abrechnungsbeispiel für die Welt, wenn man sieht, wie teuer die Energiewende und die CO2-Reduzierung hier ist? Also, das ist ein bisschen insofern eine schwierige Frage, weil ich werde jetzt schon was Kritisches zur Energiewende sagen, aber ich will jetzt nicht so verstanden werden, dass ich einer von denen halten geblieben wäre. Ja. Wir müssen uns ja damit abfinden, dass immer dann, wenn Änderung eingeleitet wird, ist sehr wahrscheinlich, dass wir Fehler machen. Und ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich habe viele Probleme damals beim Atomausstieg, was die Energiewende anbelangt, nicht antizipiert. Und zwar im Wesentlichen 2, also die Gas- und Kohlepreisentwicklung hat uns überrascht. Wir haben zu wenig Szenarien gerechnet, wo wir mal den ganzen Raum ausgelotet hätten. Da wäre es uns nämlich aufgefallen. Das ist nicht so, dass das in den Modellen nicht drin gesteckt wäre, dass also dann die Umlage explodieren könnte. Und wir haben in allen unseren Szenarien immer vorausgesetzt, dass wir einen vernünftigen europäischen Emissionshandel haben. Ja, immer. Und das war ein großer Fehler bei der ganzen Energiewende. Und da müssen Sie diejenigen, die die Energiewende wollten, auch an die Nase fassen. Denn wenn man am Anfang immer gesagt hat, Emissionshandel, dann haben immer die Freunde der Energiewende gesagt, nee, wir wollen jetzt mal endlich neue Technologien sehen. Und dann war immer das Argument, ja, wenn der Emissionshandel allein regieren würde, dann würden wir diesen Transformationsprozess gar nicht sehen. Aus meiner Sicht würde die Energiewende heute ganz anders ausschauen, hätten wir einen glaubwürdigen CO2-Preis gehabt, wir hätten viel, viel weniger kumulierte EE-Umlage. Wir hätten nicht eine Situation, dass wir den Anteil der Erneuerbaren erhöht haben und zugleich die Emissionen. So wie die Energiewende jetzt gelaufen ist, ohne diese Reform, muss ich sagen, ist es kein Erfolgsmodell. Denn wir haben dann den Anteil der Erneuerbaren erhöht.
Wir haben zugleich die Emissionen gesteigert, weil sozusagen auch Kohle dann wiederum sehr kompetitiv geworden ist. Und das kann es nicht sein. Das heißt mit anderen Worten, was man lernen kann aus der deutschen Energiewende, ja, es ist richtig, die Zukunft liegt bei den Erneuerbaren. Aber das Tempo des Umbaus ist entscheidend und vor allem mit welchen Instrumenten man diesen Umbau macht. Es ist eben nicht genug, einfach nur Ziele zu formulieren. Man muss sozusagen dann auch an diesen Instrumenten feilen. Da haben wir jetzt große Fehler gemacht. Und aus meiner Sicht müssen wir jetzt die Fehler korrigieren und müssen dieses Projekt zu einem Erfolg führen. Aber dazu gehört auch, dass wir uns eine nüchterne Bestandsaufnahme dessen, was bisher gelaufen ist, zu Gemüte führen und dann auch wirklich die nötigen Schritte unternehmen, um aus den vergangenen Fehlern zu lernen. In der Vergangenheit ist nicht alles gut gelaufen. Aber ich glaube auch, dass das, was Sie eben sagten, ist eben ganz wichtig. In jeder Phase eines Umbaus einer Gesellschaft oder wenn wir das in den Unternehmen haben, macht man eben Fehler. Und diese Fehler sind immer teurer, als hätte man sie nicht gemacht. Das Entscheidende ist, sich wirklich die Kultur zu gönnen und auch die Kraft zu haben, dann hier die Konsequenzen draus zu ziehen und sagen so, okay, jetzt das und das haben wir gelernt, das machen wir anders. Jetzt, vielleicht eine ganz kurze Bemerkung nur. Natürlich ist die Energiewende etwas erschreckend für in anderen Ländern, weil es verhältnismäßig teuer ist. Ich will nur sagen, Kernenergie ist entschieden teurer. Und wenn zum Beispiel die Polen jetzt über ihren Energiemix neu nachdenken und sagen, oh, wir wollen jetzt Kernkraftwerke, bisher haben sie keine, und wir wollen Fracking, haben sie bisher auch nicht. Ich kann nur sagen, alles, was mit Erneuerbaren zu tun hat, ist erstens schneller und zweitens preiswerter zur Verfügung. Ja, das auf jeden Fall. Jennifer, die letzte Frage an dich und dann würde ich noch mit der letzten Frage an Herrn Dr. Otto dann anschließend übergeben wollen. Nochmal die Frage aus dem Publikum, inwieweit kann man tatsächlich anderen Nationen, anderen Volkswirtschaften, anderen Bevölkerungen Grenzwerte, Maximalwerte vorschlagen, die auch eigentlich aufstreben wollen? Ja, ich glaube, die Debatte in vielen Ländern fängt jetzt an oder ist schon ein bisschen anders. Also, und man hört das auch in diesem jetzigen Klimaverhandlungsprozess. Das heißt, viele Middle-Income-Länder, die schon die Auswirkungen fühlen, verstehen, dass die Kosten dieser Auswirkungen viel teurer sind als die Kosten für Erneuerbare oder Energieeffizienz und was billiger sind als Atomkraftwerken. Und das heißt, es gibt jetzt eine Debatte über die Benefits von Klimaschutz. Und die Frage für mich ist, es wird eine neue große Bericht kommen Mitte September von Präsident Calderon, ehemaliger Stadtchef aus Mexiko und viele Commissioners da, die werden eigentlich eine Evidence Base zeigen. Man kann keine globale Wachstum haben, ohne Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Man kann diese Infrastrukturinvestments nicht schaffen, ohne dass sie klimafreundlich sind oder dass diese Investments shift. Und das heißt auch, glaube ich, dass wir als Klimaschutzleute, sage ich nur selbst, ein bisschen, wir brauchen immer noch diese Ziele, aber wir müssen auch bereit sein, Maßnahmen in einen internationalen Vertrag zu akzeptieren sein. Maßnahmen für 100% Erneuerbare oder für CO2-Preis oder weg von Kohlesubventionen. Und ich glaube, am Ende Paris wird es sehr schwierig, alles zusammenzurechnen, ob es unter 2 Grad ist oder nicht. Aber was wir gucken müssen ist, was ist das ein Hebel? Ist dieses Abkommen jetzt ein Hebel für diese Transformation? Was passiert selbst in diese Wirtschaft, in diese Länder selbst, in die Transformation, in die Energiewende? Und so, nein, also wenn es nur als Begrenzung verstanden ist, dann haben wir ein Problem. Aber mein Gefühl, sind wir noch da? Nein, überhaupt nicht. Aber mein Gefühl ist, dass mit der schreckliche Auswirkungen, die schon stattfinden in vielen Ländern, meine auch, dass eine neue Debatte eigentlich beginnt. Und das macht ein Abkommen möglich, aber ich glaube, das ist auch eine Chance für mehr über was wirklich umgesetzt sein muss. Und da glaube ich, ist schon wichtig, dass es anders geframed ist, also dass es das New York, die Klimagipfel da von Staatschefs eine Chance ist, die Debatte neu anzufangen.
Und wir werden die Botschaften zurück aus New York bringen, auch an die Kanzlerin, die leider nicht hinfährt, aber sie sind da, um eigentlich zu zeigen, die Debatte fängt wirklich jetzt an. Naja, für uns Norddeutsche wird es ja auch eventuell ganz interessant, die Fragen, wie weit können wir diesen Klimawandel überhaupt noch mitmachen? Ich war neulich auf einer Veranstaltung mit dem schleswig-holsteinischen Energiewendeminister, wie er ja jetzt heißt, Robert Habeck, und in Schleswig-Holstein werden jetzt alle Deiche so ertüchtigt, dass sie einen Anstieg des Meeresspiegels von bis zu 1,20 ermöglichen. Also dass man die Deiche bis zu 1,20 ermöglichen. Und dann kann man nur hoffen, dass der Klimawandel und das Meer sich an die 1,20 hält und nicht darüber gehen wird, denn jenseits dessen wird es schier physisch und auch ökonomisch, aber auch physisch schier unmöglich, das gesamte Wasser, was bei einem steigenden Meeresspiegel und bei Niederschlägen, die dann gleichzeitig zusammen mit Starkwind über diese neue Meeresscheide hinaus zu pumpen. Es waren eine ganze Reihe Fragen dabei. Und deswegen wollte ich Ihnen zum Schluss nochmal, Herr Dr. Otto, das Wort geben, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft Cradle to Cradle beschäftigen. Also ein wichtiger Baustein einer CO2-armen oder einer dekarbonisierten Gesellschaft kann es ja wirklich sein, dass wir lernen, unsere Dinge im Kreislauf zu fahren. Inwieweit ist das in einer Unternehmensgruppe wie der Ihren heute schon, sag mal, ein Weg, den Sie gehen, und wo sehen Sie Grenzen, wo Sie dann eigentlich entweder nationale oder internationale Hilfestellung auf Gesetzesgeberseite brauchen, sozusagen, das kann man als Unternehmen einfach nicht alleine schaffen, diesen nächsten Schritt zu gehen, und welche Schritte kann man da schon alleine gehen? Ich bin der Meinung, dass eine Kreislaufwirtschaft schon ein ganz wichtiger Bestandteil ist, auch im Hinblick auf Klimaschutz. Denn weil dort natürlich auch sehr viel Energie eingespart werden kann durch Ersatz von Neuproduktion. Und wichtig ist es hier nur, dass wir entsprechende Produkte von vornherein so konstruieren, dass sie recyclingfähig sind. Das heißt, entweder vom Material her, ich nehme als Beispiel das kompostierbare T-Shirt, oder von Elektrogeräten, wo man dann die so konstruiert, dass man sie sehr schnell auseinandernehmen kann. Das heißt, Kupferkabel über Steckkontakt, dass man das Kupfer wieder nutzen kann, dass man die einzelnen Kunststoffteile nummeriert, sodass man nicht, was in der Vergangenheit ja immer passierte, nicht mal zum Downcycling kommt, indem wir Kunststoff mischen und dann hinterher können wir da Parkbänke draus machen. So viel Parkbänke brauchen wir gar nicht, sondern dass wir es praktisch sortenrein recyceln können und dann genau das Gleiche wieder herstellen können. Also das heißt, es liegt schon in der Konstruktion dran, vom Material, von den Ingenieurleistungen her, dass wir es recyclingfähig machen. Und dann kann man natürlich wirklich auch immens viel an Energie sparen und vor allen Dingen auch an Ressourcen sparen. Denn wir müssen auch sehen, es geht ja hier nicht nur um CO2-Ausstoß. Es geht auch um begrenzte Ressourcen. Und da müssen wir auch ansetzen, denn auch hier müssen wir sehen, Phosphor ist begrenzt, die seltenen Erde sind begrenzt. Das heißt, wir haben hier viele Grundstoffe, die begrenzt sind. Und was wir tun, ist im Augenblick einfach ein Verschleudern von Wertstoffen, dass wir im Grunde überhaupt nicht genügend recyceln. Und mich ärgert zum Beispiel auch immer, dass man ein Handy oder ein Rasierapparat, wenn der Akku kaputt ist, den nicht auswechseln kann, sondern kann man gleich Neues kaufen, weil man es nur wegschmeißen kann. Und das ist einfach eine Verschleuderung einfach von Wertstoffen, die wir uns einfach nicht leisten können. Also deswegen Recycling, kann ich nur sagen, da ist sehr viel mehr Möglichkeit. Und da, meine ich, müssen wir auch Druck ausüben. Denn wie gesagt, dass Unternehmen Produkte konstruieren, wo man genau weiß, die sind nicht zu reparieren, sondern die sind nur auszutauschen. Man muss ein ganz neues Gerät kaufen, halt ich für, auf gut Deutsch gesagt, für eine Sauerei. Denn da ist es wichtig, wir müssen wieder letzten Endes Geräte schaffen, die man auch reparieren kann. Diese Fähigkeit ist ganz, ganz dringend, ganz, ganz notwendig. Ein schönes Produkt, was einen da Mut macht, was noch nicht, sag mal, der
Weisheit letzter Schluss, es war ja letztes Jahr, als das Fairphone auf den Markt kam, also ein Handy, was man wieder in zumindest in Einzelteilen zerlegen kann und die Pressekonferenz fand in einer Jugendherberge statt und es lagen die Einzelteile auf dem Tisch und jeder Journalist musste erstmal das Handy zusammenbauen, um zu sehen, wie einfach es ist, dann die Windschutzscheibe oder den Screen, die Batterie oder auch die zentrale Speicherheit wieder auszuwechseln, was bei vielen überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja, eiserne Disziplin hatte ich zeitlich am Anfang angemahnt. Wir haben sie eingehalten, fast 3 Minuten drüber. Ich denke, das ist erlaubt. Wir laden Sie, das Vier ist gut, die Veranstalter laden Sie jetzt noch herzlich ein zu einem kleinen Umtrunk und zu Fingerfood und einem gemütlichen Ausklang bei weiteren Gesprächen. Hier oben darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen Vieren bedanken und ich möchte Sie bitten, noch einen kleinen Moment oben zu bleiben, auch Herrn Professor Trumps nach oben zu bitten für ein Abschlussfoto und dann begeben wir uns dort aus dem Saal heraus. Vielen, vielen Dank und machen Sie bitte alle mit.